Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Da der Toso jetzt zunächst erstmal abwesend ist und dann später zu uns stößt, mache ich heute die Versammlungsleitung. Ich darf euch meine bezaubernde Assistentin Maltis vorstellen, die mich mit dem Phrasitimer heute etwas unterstützen wird. Gut, wir sind beschlussfähig, deshalb legen wir los. Der Stream läuft, habe ich gehört. Wunderbar, also fangen wir an mit Top zunächst. Wir haben nicht öffentliche Teile. Einen nicht öffentlichen Teil, aber mit unterschiedlichen Themen. Da müssen wir kurz drüber abstimmen. Moni, bitte. Ja, ich würde gerne persönlich etwas sagen und hatte dazu auch eine Mail geschrieben. Gibt es weitere Sachen, die im nicht öffentlichen Teil besprochen werden sollen, wo sich noch jemand zu äußern will? Nicht. Hätte ich eine Frage, Daniel, gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die vielleicht in einem nicht öffentlichen Teil besprochen werden sollte? Gibt es noch nicht. Okay. Gut. Dann haben wir also nur den Punkt von Moni. Die Mail dazu habt ihr alle bekommen. Stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil machen? Ich schlage vor, wie immer, nach der Pause. Fast einstimmig. Okay. Alles klar, dann machen wir den nicht öffentlichen Teil nach der Pause gegen 11:45. Kommen wir zu Top 2, Bericht des Vorstandes. Bitte schön, fangen wir mit Ingo an. Schönen guten Morgen. Ich fasse mich kurz. Wir werden heute ein bisschen was zu PISA machen und ansonsten die aktuellen Themen abarbeiten, die diese Woche anstehen. Wir werden am Freitag eine Premiere haben, und zwar wird die Pressestelle nicht besetzt sein können. Wir haben aber zumindest eine technische Lösung gefunden, und zwar Björn und Frau Strunz haben sich ja bereit erklärt, den Versand von Pressemitteilungen zumindest technisch so weit zu lernen, dass sie das rausschicken können, was dann bedeutet, dass halt eben Referent-MDL den Text fertig anliefert und dann am Freitag zu Björn oder Strunz geht und dann verschicken die PM. Das ist sicherlich nur ein Kompromiss, aber leider nicht anders möglich. Und Jens und ich werden schon versuchen, zukünftig zu gewährleisten, dass mindestens einer von uns dann immer da ist. Aber am Freitag geht es leider nicht anders. Ansonsten fertig. Dann bitte Moni. Ja, wir hatten ja die Vorstandssitzung gestern Abend im Mumble und hatten als Thema einmal die Referentenrunde. Die Vorbereitung zur Referentenklausur läuft. Die Referenten haben sich gestern darauf verständigt, dass es halt in erster Linie um Strukturfragen geht, also um die Optimierung der Zusammenarbeit, um Arbeitsabläufe. Das soll Thema dieser Tagung sein. Geplant ist der 3.2. dafür. Dann haben wir noch mal ganz kurz eine Erinnerung für euch. Wenn ihr in das Fraktionspad hier reinschreibt, schreibt bitte euer Kürzel dahinter. Manchmal ist es schwierig, dann hätten wir schon mal gerne gewusst, wer hat da was reingeschrieben. Ich vergesse es selber inzwischen häufig. Einfach noch mal zur Erinnerung eben Kürzel rein, damit wir wissen, wer das auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wir haben über das Fraktionentreffen noch mal gesprochen, hier Anfang Februar. Und haben überlegt, dass wir den Landesvorstand und auch den Bundesvorstand zumindest dazu einladen sollten, zu kommen und zumindest zeitweilig teilzunehmen. Dann haben wir über die Organisation von Veranstaltungen gesprochen. Mir ist also aufgefallen, dass die Veranstaltungen, die im Moment geplant werden, das läuft alles so ein bisschen drunter und drüber. Das ist alles mit sehr viel gutem Willen und sehr wenig Professionalität, wenn ich das mal so sagen darf. Also Fragen von Catering, von Einladung, von Pressemitteilung. Wir werden uns also heute hinsetzen, anfangen, da ein Papier zu machen. Also worauf muss ich achten, welche Sachen muss ich abfragen, wer ist eigentlich das Zielpublikum der Veranstaltung. Das werden wir dann den Leuten an die Hand geben, sodass man so eine Checkliste hat, die man dann abarbeiten kann, wenn man hier im Landtag eine Veranstaltung plant. Dann haben wir natürlich die Fraktionssitzung vorbereitet, da kommen wir ja gleich zu den einzelnen Punkten. Dann haben wir nochmal über das Essen in der Kantine gesprochen. Und zwar ist es wohl so, dass mehrere Anfragen kamen, warum es dort kein veganes Essen gibt.
Und Simone war so nett und hat mit der Kantinenverwaltung gesprochen. Und es ist wohl so, dass es dort Kärtchen gibt, wo man Wünsche anmelden kann, wenn man also, wenn man sagt, mir wäre es wichtig, dass, was weiß ich, es auch immer ein veganes Gericht gibt. Und ich werde das mit dem veganen Gericht sicherlich auch in der nächsten PGF-Runde nochmal ansprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass aus den anderen Fraktionen es durchaus auch Leute gibt, die da Interesse dran haben. Dann hat Lukas noch irgendwie, dann ging es noch um Portionen, also wir haben uns, ne, um Portionen in der Kantine. Ja, wenn wir darauf angesprochen werden, müssen wir uns damit beschäftigen, ne? Und wir wissen jetzt auch nicht, ob die jetzt zu klein oder zu groß waren, das, ne, von den Leuten, die sich da, die uns darauf angesprochen haben oder jemand darauf angesprochen haben. Lukas hat dazu noch mal gesagt, dass man in der Kantine durchaus sagen kann, ich möchte davon ein bisschen mehr oder ich möchte davon nicht so viel. Also das funktioniert irgendwie ganz gut. Und Birgit? Also ich weiß, dass ich weiß, von wem das kam, aber es ging, glaube ich, darum, dass es halt, dass mehrere Leute halt eigentlich weniger essen und dann auch sagen können natürlich, dass sie weniger essen, aber dasselbe bezahlen müssen. Das kam aus dem Mitarbeiterinnenkreis. Okay, das wusste ich. Also ob es eventuell eine halbe Portion sozusagen geben könnte, die dann halt auch weniger kostet. Okay. Ja, müssen wir dann gucken, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber das ist zumindest eine Erklärung. Also das ist etwas, was ich, ne, die Info hatte ich nicht. Das war es soweit. Wir haben dann noch einen nicht öffentlichen Teil gehabt, nochmal mein Thema besprochen, was wir gleich hier in dem nicht öffentlichen Teil haben. Und haben da auch noch mal, ne, für uns fünf so ein bisschen Resümee vom BPT gemacht. Das war's. Gut, danke Moni. Wir hatten auch noch diese Woche, das steht jetzt hier nicht drin, aber um es kurz zu erwähnen, einen Umlaufbeschluss, der ist drin, der erfolgreich heute Morgen, glaube ich, beendet wurde. Dementsprechend ist dem auch nicht viel hinzuzufügen. Das war Fraktion unterstützt Veranstaltungen zu freiem Wissen, freier Software, Internet und politischer Arbeit. Dann kommen wir zu Top 3. Ankündigung, große Anfrage, Funkzellenabfrage. Wer möchte dazu was sagen? Frank. Jo, das kommt von mir. Das kann man übrigens sehen, wenn man, also bei mir funktioniert das, wenn ich den Mauszeiger auf den Text halte, dann kommt nach einem kurzen Moment, ja. Ah, Entschuldigung, okay, das ist alles klar, ich ziehe alles zurück. Ich. Ach, du bist das. Ja, ja, ja. Es liegt wohl daran, mir hat die IT das schon gesagt, an irgendeiner Stelle habe ich den Namen noch nicht eingetragen, deswegen wird er da nicht aufgerufen, wie auch immer. Also das war ich. Ja, ich wollte es eigentlich nur ankündigen, der Padlink steht da drin. Ziel wäre, vor Weihnachten die große Anfrage noch rauszuschicken. Wer sich daran beteiligen möchte, kann das gerne in dem Pad machen. Und wenn jemand Fragen hat, kann ich die auch versuchen zu beantworten. Das war der Punkt. Oliver? Grundsätzliche Fragen, falls das Mikro angeht. Ich habe irgendwie vom Anfang unserer Zeit hier noch im Kopf, wir haben nur eine bestimmte Anzahl von großen Anfragen, die wir stellen können. Ist da was dran? Oder ist es völlig egal? Moni? Ich kann mich da gerne nach erkundigen, aber ich habe das noch niemals gehört. Ach, dann brauchen wir uns auch nicht erkundigen. Das ist eine fixe Idee, oder was? Bevor was aufklappt. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann kommen wir auch schon zu Top 4, Reise-Urenco-Anhörung Den Haag. Da haben wir auch gestern kurz drüber gesprochen, aber Dannewort, möchtest du vielleicht mal erläutern? Uns war jetzt nicht ganz klar hier, dass, ob der Übersetzer von der Anti-Atom-Bewegung bereits angeheuert ist und die Kostenübernahme, aber sag vielleicht bitte noch mal was dazu. Das weiß ich auch nicht so genau. Es ist jedenfalls so, dass in Den Haag das holländische Parlament eine öffentliche Anhörung durchführt, Donnerstag ab 10 Uhr vormittags, bis ungefähr 12:30 ist das geplant, zum Thema Urenco-Verkauf. Die Urenco, Urananreicherungsanlage, gehört ja mit dazu, gehört ja mehreren Staaten. Großbritannien ist dabei und ist ganz wild darauf, das zu privatisieren, an irgendwelche Hedgefonds da zu verscheuern.
Und in Holland wird das sehr kritisch gesehen. In Holland ist es auch ein großes Thema in der Öffentlichkeit. In Deutschland wird das ja eher totgeschwiegen. Wir hatten dazu ja schon auch mal im Parlament was gemacht. Das hat natürlich keinerlei Echo in der Presse gehabt, bis auf die Taz. Und ich wollte also zu dieser Anhörung hinfahren. Andere Leute aus der Anti-Atomkraft-Bewegung, zwei aus Münster, werden auf jeden Fall auch kommen. Und vom BUND, die stellvertretende Landesvorsitzende hier aus Duisburg, die wird da auch hinfahren. Und es ist eben geplant, dass da ein Dolmetscher angeheuert wird. Aber wie weit das gediehen ist und was der haben möchte, weiß ich nicht. Ich hatte die noch mal angemeldet, aber noch keine Antwort gekriegt bisher. Ich würde gerne so eine Art Budget oder sowas haben, dass ich dahin fahre. Also ich fahre von Wuppertal aus. Morgen ist Umweltausschusssitzung in Wuppertal von der Klimakonferenz. Von da aus fahre ich dann direkt nach Den Haag, übernachte da. Und dann, also Fahrt und Hotel kann ich zu nur auch selber tragen, ist mir egal. Und Dolmetscher würde ich gerne irgendeine Art Budget haben, dass ich sagen kann, bis so und so viel können wir das übernehmen, weil ich kein Holländisch kann. Also ich kann zwar Plattdeutsch, aber das Holländische ist so weit weg vom Plattdeutschen, dass ich das nicht verstehe. Das weiß ich aus Erfahrung. Okay, also von Seiten des Vorstands, uns war jetzt erstmal wichtig, wenn Kostenübernahme generell gemacht wird, dass es neutraler Übersetzer ist. Dass es also nicht irgendwie gefärbt ist, eben von der Anti-Atom-Bewegung, wie auch immer. Und wir brauchen natürlich erstmal einen Kostenantrag von dir, bevor wir über irgendwelche Kosten entscheiden können. Ja, dann rufe ich den einfach mal an und frage den, ob der was. Genau. Ich sehe keine weiteren Meldungen, so dass wir schon zu Top 5 kommen. Und da geht es um die Nachbereitung Plenum. Moni. Ja, haben wir auch gestern Abend drüber gesprochen und unsere Wahrnehmung ist, dass die Anwesenheit im Plenum, dass eher schlechter wird als besser. Ich habe zu einigen Zeiten da mit drei anderen Menschen gesessen von uns und ich glaube, wir sollten uns tatsächlich bemühen, dass wir da ein bisschen mehr und häufiger anwesend sind. Die Simone hatte meiner Ansicht nach eine sehr gute Idee, dass wir vielleicht vor dem nächsten Plenum PET machen, wo wir die Termine, die wir haben, Obleuterunde und so eintragen, wann wir weg sind. Dann können die anderen zumindest sehen, wenn da schon fünf weg sind, dass diejenigen, die dann keinen Termin haben, ein bisschen gucken können, sagen, okay, dann achte ich darauf, dass ich da bin. Das hat also nicht die Funktion, jetzt irgendwie zu kontrollieren. Es geht nur darum, zu sehen, wann ist halt geballt Terminzeit, dass die anderen dann wirklich sehen können, ich setze mich jetzt halt dahin. Ich fände das ganz gut, wenn wir da die Quote der Anwesenheit etwas erhöhen könnten. Grumpy und dann Dietmar. Zum einen ja, zum anderen, das habe ich jetzt beim vergangenen Plenum immer wieder zwischendurch mal gemacht. Ich fand, das hat sehr gut geklappt mit uns. Zum Beispiel bei Anträgen, die von uns selber sind, habe ich ja die Leute so ein bisschen zusammengeholt, dass wir halt ein bisschen geschlossener sitzen, die Lücken halt ein bisschen schließen, weil es ist halt auch so, nach außen sieht es dann halt einfach, ja, es ist dann Schaufensterpolitik, wissen wir, Landtag ist Schaufensterpolitik, aber es ist dann halt schon ganz gut, wenn man guckt so, oh, da ist jetzt mal eine Lücke, das sieht ein bisschen doof aus, dann setze ich mich mal ausnahmsweise woanders hin. Ich finde das eigentlich ganz gut, das machen wir schon traditionell sozusagen gerade vorne bei dir und bei Joachim Moni. Und ansonsten mit Lukas finde ich, das hat auch super geklappt mit der gegenseitigen Absprache dieses Mal. Ab und an, es klappt nie immer. Aber einfach den Sitznachbarn fragen, was hast du denn heute eigentlich für Termine und kriegen wir das irgendwie geregelt? Das finde ich eigentlich schon ganz gut so untereinander. Dietmar. Ja, grundsätzlich ist das sicher schön mit den Terminen. Erstaunlicherweise werden aber auch Termine während der Plenarsitzungen einberufen, so witzig das klingt, aber es ist wirklich so, ohne Vorankündigung, sodass also dann PET auch wenig nützt. Aber gut, ich meine, das ist sicher ein Versuch wert. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal daran erinnern, wir haben mal vor einiger Zeit hier in der Sitzung darüber gesprochen, über ein System, wie wir zumindest zu den Abstimmungen zusammengerufen werden. Und da habe ich auch wieder letzte Woche die Feststellung gemacht, es ist vollkommen egal, wer wo in welchem Termin ist, wenn zur Abstimmung gerufen wird, nämlich durch PGF oder wen auch immer eine Geschäftsstelle,
verschwinden alle aus den Terminen. Ganz einfach. Da wird aufgestanden und gegangen. Das war zum Beispiel auch in der Parlamentariergruppe NRW Israel so, obwohl da hochrangig besetztes eingeladene Leute da saßen, 4 oder 5 sogar, jüdische Gemeinde und was nicht alles. Da hieß Abstimmung und ab dafür. Da sind die 5 da sitzen geblieben und alle sind einschließlich Römer, der ja der Vorsitzende der Gruppe ist, sind in die Abstimmung gegangen. Und ich an der Stelle, der ich ja da auch sitze, gleich mal mit. Anders hätte ich gar nicht erfahren, dass eine Abstimmung läuft. Obwohl ich eben in dieser Sitzung, die von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, also auch zu einer ungewöhnlichen Zeit lief, stattfindet. Also von daher wäre es schön, wenn wir vielleicht gerade für diesen Aspekt dann nochmal was aufgreifen könnten, damit wir eben dann wenigstens zu den Abstimmungen komplett sind. Moni? Ja, zu deinem ersten Punkt mit dem PET. Also ich finde, es ist zumindest ein Versuch, wir sollten das tun. Also auch wenn halt Spontantermine kommen, haben wir zumindest so ein Grundgerüst an Terminen, wo wir wissen, da fehlen schon mal 5 oder 6 Leute. Deshalb finde ich, wir sollten das auf jeden Fall machen. Zu deinem anderen Punkt, der Björn hatte sich da ja erkundigt, wir haben da ja durchaus recherchiert, dass war nicht ganz günstig oder einfach technisch Mist. Und da sind wir dann ja auch hier, glaube ich, in dem Moment von abgekommen und haben gesagt, die persönlichen Mitarbeiter sollten sich darum kümmern, dass der Abgeordnete dann zur Abstimmung da ist. Der hat ja im Grunde immer den Stream laufen und müsste eigentlich sehen, dass in 10 Minuten abgestimmt wird. Also immer, ne, wenn der Minister anfängt zu sprechen, muss man sich, glaube ich, sollte man sich so langsam auf die Socken machen. Ansonsten können wir das immer noch mal, dieses System, können wir das einfach noch buchen. Aber ich weiß gar nicht, Björn, was das gekostet hat, aber irgendwie haben wir gesagt, das war irgendwie, weiß nicht mehr. 70 Euro pro Plenartag ungefähr an SMS-Kosten, die da entstehen würden, wenn man zu jeder Abstimmung informiert. Grumpy. Sprecht mich bitte irgendwie, wenn ich aus Brüssel zurück bin, nochmal an. Ich habe da eventuell noch was Günstigeres in der Hinterhand über die Niederlande. Die deutschen Provider sind da ein bisschen teuer. Ich hatte da zwischendurch auch nochmal ein bisschen rumgefragt, weil die Lösung ist halt ein bisschen oldschool, aber wer halt SMS braucht, wenn wir das günstiger kriegen könnten, ich habe da eventuell noch was. Michel. Also ich bin auf dem Parteitag darauf angesprochen worden. Und ich musste so ein bisschen auch eingestehen, dass wir da mal wieder meiner Meinung nach zu perfektionistisch sind. Ich bin gefragt worden, warum wir nicht einfach eine dämliche WhatsApp-Gruppe aufmachen oder ähnliches und uns da einfach eine Nachricht schicken, warum wir hier wieder wochenlang um den heißen Brei rumreden, statt einfach mal zu machen. Ein Satz noch, meine Mitarbeiterin guckt nicht ständig den Stream und muss sie auch nicht von den Plenarsitzungen. Gibt es noch weitere Meldungen zu dem Punkt? Also insgesamt zu dem Punkt Nachbereitung Plenum? Joachim. Ja, ich wollte noch mal thematisieren und irgendwie meinem Frust auch so ein bisschen Ausdruck verleihen, dass gleich am ersten Plenartag morgen dieser Antrag aufgetaucht ist zum Nachtragshaushalt 2013, wo außer CDU und FDP Robert und auch noch du drunter standst. Ich habe mir in dem Moment so ein bisschen in den Arsch getreten gefühlt als Fraktion. Ich, Dietmar, ich hätte da von dir gerne mal eine Einschätzung, wie du das bewertest und warum du das gemacht hast. Es ist für mich an der Stelle nicht verständlich, auch wenn es vielleicht inhaltliche Gründe geben mag, aber mein Eindruck für mich war die Gesamtwirkung der Fraktion und ich sag mal, unser gemeinsamer Aufschlag bekommt dadurch einfach einen Knick. Ich habe auch Zwischenrufe mitgekriegt im Plenum von anderen, die gesagt haben, ist das noch eurer? Das hat mich irgendwie total frustriert, tut mir leid. Ja. Ich gehe davon aus, du willst jetzt was sagen, Dietmar. Gut. Ja, wenn ich direkt angesprochen bin und sonst kein anderer. Bitte. Hallo Stream, es ist ja mal wieder für euch und für die Öffentlichkeit. Ansonsten weiß ich nicht, warum man das nicht bilateral klären kann. Unabhängig davon, die Tatsache der Mitantragstellung, wie aber auch die Tatsache der Abstimmung dieses Antrags, das ist am frühen Morgen, der ist am Abend vorher habe ich den bekommen. Am frühen Morgen habe ich den hier um, weiß ich gar nicht, 9:30 oder 9:45 mit unterschrieben.
hatte auf dem Weg hierher mir das noch überlegt, ob ich das überhaupt mache. Und ja, ich bin Mitkläger in dem Verfahren, in dem oder Mitantragsteller im Normenkontrollantrag. Für mich ist es eine absolut politische Notwendigkeit und logische Konsequenz, diesen Antrag mitgestellt zu haben. Und das nehme ich mir einfach dann im Rahmen dieses freien Mandats heraus, es tatsächlich zu tun. Wenn das jetzt im Sinne oder bezogen auf die Fraktion irgendwelche Irritationen ausgelöst hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da ganz andere Reaktionen erhalten, als du sie möglicherweise vernommen hast. Auch da wurde es als logische Konsequenz angesehen, da ja nun allgemein auch bekannt ist, dass ich Mitantragsteller im Normenkontrollantragsverfahren bin. Und von wegen ist das noch unserer oder so, sorry, aber diese Äußerungen kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Abgesehen davon ist es natürlich richtig, durch den Austritt aus der Fraktion von Robert und all mögliche Gerüchteküche, die danach im Gange war, mag das ja gerne diskutiert werden auf den Fluren, ob noch mehr aus der Fraktion austreten. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, die Fraktion löst sich auf. Wo die dann herkommen, weiß ich auch nicht. Hat aber nichts mit der Sache jetzt konkret zu tun, sondern eben allgemein mit der Situation. Von daher, gut, wer sich da auf den Schlips oder Fuß getreten fühlt, tut mir furchtbar leid, wirklich leid, aber ich sehe keinen Grund, das hier in dem konkreten Fall irgendwie zu relativieren oder was. Ich habe das gemacht, weil es meiner Überzeugung entspricht. Und ich bin nach wie vor, muss ich sagen, nicht glücklich über den Umstand, dass Robert, Dirk und ich alleine Mitantragsteller in dem Klageantrags- oder im Normenkontrollantragsverfahren geblieben sind, zumal die Fraktionsmeinung eine deutliche Aussage darüber getroffen hat, auch abgebildet in der Abstimmung im Plenum gegen das Gesetz, welches ich nach wie vor auch nach mehrfachem Lesen der sehr umfangreichen Antragsschrift für verfassungswidrig halte. Und von daher bleibe ich dabei. Ich fand das einzig richtig gut, ob man jetzt mit auf den Antrag geht oder nur unterstützt. Das ist sicherlich eine Geschmacksfrage, aber ich sehe die Irritation ehrlich gesagt als unbegründet an, muss ich so sagen. Ja, zu deinem einen Punkt, dass du nicht glücklich damit bist, dass sich da nicht mehr angeschlossen haben. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da wollten sich sehr viel mehr anschließen. Das ist irgendwie so eine Hoppla-Hoppa-Aktion gewesen. Ich weiß, dass einige gesagt haben, sie hätten sich dem angeschlossen, wenn sie da irgendwie rechtzeitig Bescheid gewusst haben. Ich verstehe das in diesem Fall, Dietmar. Ich hätte es schick gefunden, du hättest dem nur zugeschimmt und hättest dich nicht mit auf den Antrag geschrieben, weil ich überlege jetzt, wenn das so Furore macht, dann gehe ich jetzt mit auf Bildungsanträge von der SPD und der CDU, ohne euch zu fragen. Also so das System finde ich so ein bisschen merkwürdig, verstehst du? Also in diesem einen Fall kann ich das auch nachvollziehen, wenn du damit der Kläger bist. Finde ich auch gut, dass du das jetzt erklärt hast. Ich möchte nur allgemein darum bitten, dass man zunächst erstmal auch versucht, die Fraktionen da einzubinden und zu sagen, sollen wir das nicht gemeinsam machen? Weil ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn wir uns jetzt alle Anträge angucken und sagen, ach, ich als Monika Pieper gehe da mal mit auf den Antrag. Und das bringt uns, glaube ich, einfach prinzipiell nicht nach vorne. Und darum, glaube ich, geht's. Michelle? Ja, ich muss auch, wenn ich das ungern tue, da den Dietmar ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat am Abend vorher eine Mail geschrieben, das habe ich auch in Gesprächen, die in der Zwischenzeit gelaufen sind, des Öfteren gesagt. Der Dietmar hat eine Mail geschrieben, da steht ganz klar drin, wenn sich da kein Widerspruch erhebt, werde ich Mitantragsteller. Und da hätte jeder antworten können, ey, ich auch. Die Reaktionen waren wenige bis gar keine. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn Dietmar sagt, naja gut, dann habe ich mich halt damit draufgeschrieben. Es ist halt in dem Moment von jedem Einzelnen abhängig, ob er da reagiert hat oder eben nicht reagiert hat. Und wenn keiner reagiert, dann ist Dietmar halt der Einzige, der da draufsteht. Joachim. Ja, ich wollte nur noch an Adresse von Dietmar sagen, dass mir deine Erklärung plausibel erscheint und gut ist. Ich möchte aber noch mal darauf dringen, auf das, was Moni gesagt hat. Den muss man da auch einen Schuh anziehen, dass wir in Zukunft versuchen, solche Fälle, wo die Fraktion in der Außendarstellung vielleicht weniger Geschlossenheit zeigt. Manchmal ist das unvermeidlich, das ist klar. Aber dass wir einfach versuchen, die zu vermeiden, wenn es nicht nötig ist. Also ansonsten, okay.
Dietmar. Ja, danke. Michelle, vielen Dank für den Hinweis. Die hatte ich glatt vergessen, die E-Mail. Ja, in der Tat. Ich hatte ja auch zur Vorbereitung dieses doch sehr frischen Antrags und weil mir davon bekannt geworden ist, ja, in der Tat rumgeschickt und erklärt, was, wie es sich mit diesem Antrag überhaupt... Ich müsste es nachgucken. Es war sehr spät, aber ich habe es auch... Ich habe es aber auch erst sehr spät gesehen und bekommen und überhaupt konnte es überhaupt erst sehr spät verarbeiten. Und von daher ist sicherlich eine besondere Situation. Das ist eine Ausnahmesituation in dem Falle auch. Und ja, in der Tat, danke Michelle für den Hinweis. Ich habe also da ja auch erläutert, warum wir als Fraktion sinnvollerweise dann zustimmen. Und ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht entschieden, ob ich mit drauf gehe. Das habe ich tatsächlich morgens beim Kaffee gemacht. Vielen Dank. Kurz zwischendurch, wo du so gerade sagst, morgens beim Kaffee. Oliver, du gestaltest hier gerade die Tagesordnung. Das ist eigentlich so nicht vorgesehen, dass du während der Fraktionssitzung die Tagesordnung veränderst. Ja, du hast Sachen eingetragen. Top 9, Top 10 hatten wir bis eben noch nicht. Wann gestern? Heute Nacht. Also wir hatten bis 20 nach 9 hatten wir Vorstandssitzung und da gab es diese Einträge noch nicht. Also ich würde dich bitten, dass du vielleicht spätestens zur Vorstandssitzung dann, zumal sie auch gestern erst abends war, die entsprechenden Tagesordnungspunkte einreichst. Das wäre sehr nett, dann können wir uns entsprechend vorbereiten. Danke. Oder unter Sonstiges schreiben. Gut, ansonsten Nachbereitung, Plenum, noch Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Tose wollte dich gestern noch anrufen. Michelle, hat er dich noch erreicht, damit, weil wir jetzt nämlich Satzungsänderungsanträge von Michelle besprechen. Oder auch nicht. Also wir können darüber reden, aber später. Nach der Pause. Gut, dann schieben wir auf Antrag von Michelle seinen Tagesordnungspunkt nach den nicht öffentlichen Teil nach der Pause. Dann kommen wir zunächst erstmal zum nächsten Top, das ist Nummer 7, PPI einladen. Wer möchte was dazu sagen? Also wenn er von Toso kommt, dann lassen wir es jetzt erstmal so stehen. Ja, es ging ja, glaube ich, ja, glaube ich, um die Reise eines PPI-Vertreters nach Bali zur WHO irgendwie Konferenz, zur WTF-Konferenz. Und ich glaube, das hat der Tose ja schon in der letzten Fraktionssitzung angesprochen, ob wir da nicht irgendwie mit pfuschen sollen. Bei Grampi klingelt es und der übernimmt jetzt das Ganze. Grampi. Genau, und zwar war die Überlegung halt folgende. Alleine damit wir hier mal auf den Informationsstand kommen in Bezug der gesamten WHO-Konferenz, auch in Bezug auf TTIP bzw. TAFTA, war die Überlegung dahingehend, dass wir sozusagen hier eine Veranstaltung, eine Informationsveranstaltung im Landtag abhalten, damit wir ganz einfach mal auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das ist ja der Gregory Engels, der in diesem Fall der Beobachter ist. Und ich habe am Wochenende mit ihm gesprochen. Und er sagte, eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich und der Toso würden dann sozusagen halt einfach ein Programm ausarbeiten und dies dann entsprechend hier dann mit einbringen, dass wir dann halt hier eine vernünftige Abendveranstaltung hinkriegen. Gut, danke. Gibt es dazu weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Top 8, Fraktionentreffen vom 7. bis zum 9. Februar. Vielleicht mal, Dietmar Joachim, der aktuelle Stand für die Fraktion. Ja, der aktuelle Stand ist der, dass ein Pad eingerichtet ist. Da haben sich auch schon einige Fraktionäre eingetragen, allerdings nicht sehr viele. Es gab jetzt auf dem BPT oder am Rande des BPT noch weitere Vorschläge für die Thematiken, die da behandelt werden sollen. Unter anderem geht es auch darum, mal sich grundsätzlichere Gedanken um die oder für die zur Parteistruktur zu machen.
um quasi bessere Unterstützung für die Abgeordnetenarbeit zu erzielen. Auf der anderen Seite dieses, ich sag mal, von uns ja so angestrebte demokratische Gleichgewicht zwischen Partei und den existierenden Fraktionen zu gewährleisten. Das wird eine sehr grundsätzliche Sache. Ich habe dann daraufhin mit einigen wenigen Leuten gesprochen und auch den Vorschlag gemacht, dass man neben dem Buvo, der eh immer durch eine Person vertreten war, früher war das der Johannes, auch unseren LAFO einlädt zu dieser ganzen Geschichte. Und Ute Oltmanns ist angewiesen, Räume zu buchen. Momentan ist es so, dass ich die zeitnah direkt nach dem BPT, ich habe sie vom BPT angeschrieben, sämtliche Abgeordnete nochmal anschreibe, und zwar nicht über die Mailingliste, sondern über ihre individuellen E-Mail-Adressen, weil die Resonanz, die sich im Pad niederschlägt, etwas dürftig ist, und ich denke, das kann und darf nicht so sein. Ansonsten war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Themenkreis das war, aber du hattest auch in irgendeiner Sache den Hut auf, was das Fraktionentreffen angeht, ne? Dietmar. Ja, Dirk und ich haben da quasi einen Hut auf zur Vorbereitung im Bereich Innenrecht. Das werden wir tun. Ich muss noch mal nachschauen, ob das jetzt nur individualisiert an Dirk und mich gegangen ist, aber der Patrick Breyer hat angefangen damit, Initiativen, die in Schleswig-Holstein von den Piraten gelaufen sind und laufen, mit entsprechender Verlinkung zu schicken, und zwar querbeet alle Themen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die E-Mail alle kennen, diese E-Mails von Patrick Breyer. Okay, dann muss ich nochmal nachschauen. Ich habe die auch noch nicht alle durchforstet. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass wir Initiativen, die bei uns laufen, entsprechend auch an die Fraktionen verteilen, um vielleicht auch eine thematische Ausrichtung für die Fraktion, für das Fraktionentreffen, ich sag mal, vorzubereiten. Ja, machen. Und ich habe auch auf dem BPT natürlich mit einigen Fraktionskollegen anderer Landtage, Abgeordnetenhaus gesprochen, und für die ist das irgendwie alles klar, dass sie da sein werden. Wenn sie sich dann irgendwie dann eintragen, ist auch gut. Auch der neue Bundesvorsitzende weiß darüber Bescheid, dass das stattfindet, und rechnet also auch damit, dass er dann kommen muss und soll. Ich halte das auch für verpflichtend, ganz ehrlich gesagt. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal, es ist ja gar nicht mehr so lange Zeit, nicht? Das muss man einfach mal sehen. Weihnachten ist ratzfatz, wir haben noch ein viel großes Arbeitspensum bis dahin. Und ich sag mal, bis zum BPT, 4. und 5. Januar, wird sich nicht mehr allzu viel tun, und danach wird die Zeit schon knapp, sodass wir das vielleicht noch vor Weihnachten mit einbauen können, dass wir da vielleicht einen etwas besseren Durchsatz an Vorbereitungen hinbekommen. Und da, Joachim, du hast schon mal noch eine E-Mail oder willst dann noch mal eine E-Mail rumschicken, und ich werde das hinsichtlich der thematisch-inhaltlichen Fragen auch noch mal, auch nach Abstimmung mit Dirk, machen. Oliver. Ja, das Folgende ist keine rhetorische Frage. Hat sich schon jemand mal Gedanken gemacht, oder ist jemand vielleicht auch dagegen, wie man das Fraktionentreffen mit, ich sag mal, Außenwirkungs- oder externen Sachen verbinden kann? Okay, wir haben jetzt keine FSA hier in Düsseldorf zufällig, aber an manchen Fraktionentreffen wurde das ja entweder nur mit einer Pressekonferenz verbunden oder auch mit irgendetwas, was auch, ja, ich sage es einfach, was Piraten eingebunden ist, auch wenn wir natürlich als Fraktion agieren. Joachim? Ja, ich entsinne mich, die Resonanz beim Presseresonanz beim letzten Fraktionentreffen in Berlin war nicht so groß. Ich denke mal, das hängt auch mit dem Termin des Fraktionentreffens zusammen. Sonntagnachmittag Pressekonferenz machen ist irgendwie nicht immer so zielführend. Es wird, das ist zumindest meine Auffassung jetzt nach diversen Gesprächen mit anderen Abgeordneten von uns auf dem Bundesparteitag, es wird ein richtiges Arbeitstreffen werden, wo eben solche Sachen wie auch die Organisation von Bundesparteitagen, Parteistruktur und so weiter Thema sein werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Februar schon so weit kommen, um dort etwas Pressereifes rauszugeben. Eine Meldung wird es auf jeden Fall geben, und dann werde ich im Vorfeld noch mal fragen, hier unsere üblichen Verdächtigen, speziell von hier drüben, noch mal zu kontaktieren, dass dann zumindest jemand da ist an dem Sonntagnachmittag. Moni. Also ich glaube nicht, dass das an dem Zeitpunkt liegt, weil andere Fraktionen machen auch diese Fraktionen
Treffen habe ich noch nie in der Zeitung von gelesen. Ich weiß gar nicht, was der Neuigkeitswert ist, dass sich da 30 Menschen zusammensetzen und miteinander arbeiten. Also finde ich jetzt auch nicht so super spannend. Interessiert wahrscheinlich nicht so richtig viele Menschen. Insofern würde ich da einfach drauf verzichten. Und was machen, wenn wir inhaltlich was zu bieten haben? Oliver. Wie, noch nie gehört im Radio oder so oder in der Zeitung gelesen, auf einem Klausurtagung der SPD oder dieses und jenes, also natürlich werden die Sachen genutzt. Also gut, es heißt vielleicht nicht Fraktionen treffen, aber ansonsten werden die natürlich genutzt. Ich wollte noch nachschieben, dass aus Kreisen der AG Öffentlichkeitsarbeit der Partei auch gefragt wurde, bezüglich TAFTA vielleicht was tun kann. Und da war auch mal kurz angesprochen worden, dass sich ja die Fraktionen treffen. Neben dem, dass der zweite Punkt war, dass wir ein BPT in Bochum haben. Aber das wollte ich nur noch erwähnen, dass da noch so ein übergeordnetes Thema ist, was vielleicht nicht mit dem zusammenhängt, was wir eigentlich, wozu wir uns eigentlich treffen, nämlich um Orga-Tätigkeit zu machen. Das müssen wir der Presse vielleicht auch nicht unbedingt erklären, dafür interessieren die sich schon längst nicht mehr. Okay, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Tagesordnungspunkt. Dann kommen wir zu Top 9 Sonstiges. Wir sind sehr gut in der Zeit. Seid ihr kaputt? Dann haben wir da als erstes Stand der Tagung, Ziele der Fraktion vom 8. bis 10.01. eingebracht von Oliver. Das war eigentlich eine Frage. Und zwar habe ich die beiden jetzigen Punkte dann hingeschrieben, nachdem ich die Tagesordnung gelesen hatte und mir auffiel, dass die beiden Sachen sozusagen fehlen. Also wenn man Stand-Fraktionen-Treffen hat, finde ich, kann man auch sich einmal hier informieren, wie der Stand der Tagung ist, beziehungsweise eigentlich wollte ich wissen, haben wir irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas tun, was jetzt irgendwie die grobe Rundorga betrifft? Läuft das alles auf Sekretariatsebene bereits gut? Das stelle ich mal als Frage. Moni. Ja, ich habe heute Morgen schon mit Britta darüber gesprochen. Wir haben jetzt mehrere Hotels, die wir auswählen und recherchieren gerade, was einigermaßen gut ist, aber auch so zentralig, dass wir abends fußläufig da in der Altstadt unterwegs sein können. Britta wird heute noch eine Mail rausgeben, diese schöne, ich komme nicht, ich bringe meinen Teddybären mit und was wir alles so brauchen und mit Übernachtung und ohne, also sodass ihr das bitte wieder angebt und Britta dann entsprechend da die entsprechenden Plätze buchen kann. Das Einzige, was wir entscheiden müssten, ist, ob wir für den Inhalt wieder eine Gruppe bilden, die sich halt um die Tagesordnung kümmert, so wie wir das beim letzten Mal gemacht haben, ob wir wieder hergehen und sagen, wir setzen uns zusammen, wobei das obere Thema Strategien und Ziele ja eigentlich feststeht. Aber wenn wir das noch weiter aufdröseln wollen, dann müssten wir halt überlegen, da eine Gruppe zu bilden, die sich damit beschäftigt. Okay. Reicht dir das erstmal, Oliver? Wunderbar. Ja, wollen wir so eine Gruppe bilden? Dann lass uns das doch. Michelle und dann Frank. Ich schlage vor, dass der Olli sich da in die Planung mit einhakt, zur Not auch so eine Gruppe leitet, weil er hat bestimmt noch die Kärtchen vom letzten Mal. Er nickt. Frank. Den Punkt würde ich unterstützen und würde sagen, dass wir eine Tagesordnung auf jeden Fall haben sollten für die Veranstaltung. Also wäre ich dabei. Setzt du dir den Hut auf? Ja, setze ich mir den Hut auf. Super, der Olli hat den Hut auf und wir kommen zum nächsten Punkt unter Sozies. Terminhinweise aus den AKs. Ja, noch was mir aufgefallen ist, nämlich es wurde am Anfang gesprochen, wie wir das mit den Veranstaltungen tun hier im Landtag. Fiel mir auf, okay, wir haben zwar diesen Fraktionenkalender, den ich mittlerweile auch weiß, wie ich da hinkomme, aber da steht natürlich alles Mögliche drin, auch externe Veranstaltungen, die wichtig sind und so weiter und so fort. Aber solche Veranstaltungen, die die Fraktion organisiert
und dazu einlädt, auch externe Leute einlädt, also nicht die irgendwie intern stattfinden und auch nicht, wo wir dahinter zugehen, sondern wo wir die organisieren und extern auch mit einladen und wo das auch für Beobachter der Fraktion, also inklusive der Piraten aus der Partei, interessant sein könnte, finde ich, müssten wir irgendwie offensiver kommunizieren. Ich befürchte, ich weiß selber nicht, was wir alles machen. Da ich das schon anspreche, sage ich gleich, dass wir aus dem AK4 vorhaben, am 13. oder, wenn das raummäßig nicht klappt, 14. Januar eine Veranstaltung zum Landesentwicklungsplan zu machen, wo wir auch Leute von extern, also vor allem zum Diskutieren von extern, also aus den Kommunen und auch Piraten aus den Kommunen, damit sie sich informieren können, einladen wollen, was aber sicherlich auch intern sehr interessant ist. Ja. Und ich glaube, Frank hat auch noch irgendwas vor am 28. Januar oder so, wenn ich mich recht erinnere. Dietmar und dann Frank. Also ich finde das gut, ja, solche Termine kriegt man wirklich tatsächlich eher beiläufig mit, wenn sie einen nicht unmittelbar betreffen. Dieser Fraktionskalender, den der Olli anspricht, ist, glaube ich, der, den der Marco pflegt. Und dann wäre es vielleicht das Sinnvollste, ich weiß gar nicht, ob überhaupt alle diesen Fraktionskalender kennen oder benutzen oder mal reinschauen, dass der Marco diese Termine dann, dass er die erstmal weiß und dann auch mit der Bitte, diesen vielleicht in diesen Kalender einzupflegen, und dann wäre es gut. Frank und dann Moni. Jo. Das hatten wir hier schon mal mit dem kalender@piratenfraktion-nrw.de. Das heißt, jeder Termin, der jemand bekannt ist, der da rein soll, sollte an kalender@ geschickt werden. Dann steht der als, wenn es ein Fraktionstermin ist. Also das, denke ich mal, kann Marco aber dann auch unterscheiden, wie er das da einträgt. Mich betrifft das aber in dem Fall zum Beispiel, dass sich das für morgen noch nicht drin steht, eine Veranstaltung zum Transparenzgesetz. Den Hut, ja, das ist halt so. Kann ich alles organisieren, dann kann ich an alles denken. Insofern begrüße ich ausdrücklich, wenn der Vorstand hier so ein Planungstool macht, Veranstaltungsplanung. Vor allen Dingen wäre klasse, wenn einer, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden, ein bisschen sich um die Übersicht hat und guckt, dass die Sachen, die für eine Veranstaltung notwendig sind, einfach immer abgehakt sind und dass die halt auch passieren. Weil kann als Abgeordneter, wenn man halt im täglichen Stress ist, nicht an alles denken, vor allen Dingen, wenn man halt der Einzige ist, der es alles organisieren muss. Zum 28. Der AK, unsere AK ist letzte Woche ausgefallen, deswegen möchte ich dazu eigentlich erst nächste Woche was sagen. Moni. Ja, direkt zu dir, ne? Also an Kalender, dann ist es im Kalender. Für die andere Verbreitung, denke ich, ist man auch selber zuständig. Und Frank, du musst da gar nicht dran denken. Also für mich, ich habe dafür persönlichen Mitarbeiter, ganz ehrlich, genau dafür. Für solche Sachen, die eine Veranstaltung organisieren, die mich da unterstützen. Und ich finde, das ist der originäre Aufgabenbereich eines persönlichen Mitarbeiters. Oliver. Ja, ich habe eigentlich eine Frage. Also natürlich werde ich auch persönlich dran denken, die Veranstaltung, sobald der Tag genau feststeht, auch extern zu bewerben, dass man da hingehen soll. Aber diesen Veranstaltungskalender der Fraktion oder den Fraktionskalender kann man ja von extern nicht einsehen, oder ist das falsch? Wenn ja, habe ich das bisher nicht richtig verstanden und weiß auch nicht, wie man das tut, von extern da drauf zu gucken und wie man von der Homepage aus dahin kommt. Möchte da jemand Frank? Ja, ich wollte nur was zu der Aufgabenverteilung sagen. Das ist mir schon klar. Wenn ich jetzt gesagt habe, dass man der Einzige ist, der sich darum kümmert, dann meine ich das inklusive persönliche Mitarbeiter, und das hat halt auch was mit einer 200% Auslastung zu tun. Irgendwo fallen dann Dinge rüber. Das hörte sich für mich jetzt so an, als sollte dann das dann irgendwie wieder aus unserem Vorstandsbüro irgendwie kommen, dass wir das da im Griff halten. Und das glaube ich nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Also Rat geben, alles immer. Aber ich glaube nicht, dass das die Aufgabe des Büros ist, halt jetzt die Veranstaltungen zu gucken, ob das alles auf die Reihe geht. Also das müsstet ihr schon selber machen. Frank?
nein, nicht Vorstandsbüro, aber Vorstand, Fraktionsverwaltung, nenne ich es mal so. Ich denke, wir reden da heute Nachmittag auch zu, in so einer Arbeitsgruppe drüber. Dahin. In welcher Arbeitsgruppe? Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ich habe ja eben gesagt, wir werden darüber, glaube ich, nochmal separat sprechen, wie das hier mit den Veranstaltungen läuft. Der Vorstand hat dazu einen Aufschlag gemacht und in dem Zuge, denke ich mal, würde ich diese Idee oder diesen Vorschlag dann nochmal machen, wie man darauf achtet, dass einfach alle Parameter, die notwendig sind, auch befolgt werden. Danke. Daniel? Ja, ich schätze, ich muss Ollis Frage mal wiederholen, welcher Kalender das jetzt ist. Ich habe einen Kalender eingebunden hier, bin aber nicht ganz sicher, ob das der richtige ist. Vielleicht wäre es nochmal interessant, die Infos rumzu. Der nennt sich Fraktionskalender, den habe ich auch eingebunden, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das der ist, über den wir gerade reden, weil solche Sachen habe ich da drin noch nicht gesehen. Kann da jemand mal für Aufklärung sorgen? Kann das hier irgendjemand bitte beantworten? Frank? Also wir haben ein Zimbra-System hier, das managt unsere Mails und das managt auch Kalender. Und die Kalender, die da bereitgestellt sind, die kann man auch in andere Tools einbinden. Ich habe es hier zum Beispiel bei iCal. Es gibt einen Fraktionskalender mit den Fraktionsterminen, das betrifft auch die Ausschusstermine. Die da drinstehen und gepflegt werden. Dann gibt es einen Veranstaltungskalender, wo externe Termine eingetragen sind. Das heißt, man kann sich das auswählen, wenn man nur die Fraktionstermine will, dann halt nur die. Und einen Streaming-Kalender gibt es sogar auch noch. Und dann gibt es den persönlichen Kalender. Die kann man alle dann alle zusammen anzeigen lassen. Da hat man ganz viele Termine. Oder? Genau. Grumpy haut jetzt einen Link ins Pad, wenn ich das richtig verstanden habe. Oliver, willst du auch noch was zum Kalender sagen? Ja, also meine Frage war ja, kann ich den extern als Pirat einsehen und von der Homepage da aus irgendwie hinkommen? Das ist ein iCloud-Kalender. Lukas. Aber mein Ursprungsfrage war ja, ob ja, man nicht diese Veranstaltungsfraktionen offensiver zusammen präsentieren sollte. Und die Antwort war, es gibt den Fraktionskalender. Lukas. Ja, also das Problem ist, was wir jetzt haben, ich erkenne zumindest so ein bisschen Wunsch danach, einen zentralen Kalender zu haben, den man auch nach außen hin einbinden kann. Aber wenn ich mich jetzt ein Jahr zurück erinnere, dann ist die Fraktionsversammlung in einer wahnsinnigen Tool-Diskussion stecken geblieben, ob wir was machen und wie wir es machen und was wir machen. Und da sind wir auch nicht weitergekommen. Und diese Fraktionskalender, die es bisher gibt, haben keinen offiziellen Charakter. Sie sind mehr oder weniger freiwillig. Ne, weil wir uns als Fraktion eben damals nicht haben dazu entschließen können, eben etwas zu machen und uns festzulegen. Und das ist jetzt halt eben der Status, den wir jetzt haben. Dieser Kalender, weil es eben auch einen inoffiziellen Charakter hat, ist auch nicht auf der Webseite eingebunden. Das wäre dann auch eine Diskussion, die sollte man auch tatsächlich in dieser PR-Optimierungsgruppe reden, wenn man nämlich um die Neugestaltung oder Umgestaltung der Seite und auch das Nach-Außen-Tragen von Fraktionsterminen, was es eben angeht, das sollte man da besprechen, ob man das auch überhaupt will. Es gibt da nämlich auch Vor- und Nachteile durchaus. Dann müsste man sich unterhalten, welche Termine konkret gibt es da, dass man da eine Vorgabe macht, welche Termine sollen da eingebunden, welche Art von Terminen soll da eingebunden werden. Also ich sehe nicht, dass hier irgendjemand nicht seiner Pflicht nachgekommen ist, sondern wir als Fraktion haben es einfach noch nicht irgendwie beschlossen, beziehungsweise haben uns damals vor eine Entscheidung gedrückt. Okay, dann gibt es dazu scheinbar keine weiteren Äußerungswünsche. Hier steht jetzt als nächstes 13. und 14. oder 14. die LEP-Veranstaltung. Oliver, da hattest du ja eben was zu gesagt oder wolltest du jetzt noch weiter was zu ausführen? Da hatte ich ja eben schon was zu gesagt. Jeder, der zuguckt und hier sitzt, merkt euch den Termin. Ansonsten geht er natürlich raus, sobald wir den genauen
ob wir wissen, ob es 13 oder 14 ist. Super. Dann ist hier als nächster Punkt Enquete. Wer hat das angetragen? Moni meldet sich. Ja, geht mir jetzt gar nicht so sehr ums Thema, aber die Zeit drängt ein bisschen. Wir hatten ja schon mehrfach gesprochen, dass es ein übergreifendes Thema sein soll. Ich möchte einfach, dass das bis Anfang des Jahres, nächsten Jahres, dass wir da irgendwas haben, sonst wird es halt eng, das hier in diesen 5 Jahren noch auszuwerten. Und ich möchte einfach, dass sich vielleicht jetzt eine Gruppe bildet, die sich zusammensetzt und da versucht, was zustande zu bringen. Der Frank kann da, glaube ich, was zu sagen. Frank. Ja, danke. Wir hatten ja schon mal einen Anfang gemacht. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit Oliver und auch mit Toso. Wir sind dabei, hatten jetzt in der Plenarwoche ein bisschen Last mit anderen Dingen, wollen auf jeden Fall da vor Weihnachten noch eine grobe Struktur haben und wie gesagt, gerne, wer da mitmachen möchte, soll man einen Termin vereinbaren oder versuchen einen zu finden, wo wir uns zusammensetzen. Wer da mitmachen möchte, wir sollten dann, hallo, sag mal was, dann können wir uns mit einem Termin zusammenschließen. Oliver? Also ich mache gerne mit, wenn wir das in einer Gruppe machen, ist auch in Ordnung, können wir auch so tun, ist vielleicht auch ganz konstruktiv, dann geht es nämlich weiter, nämlich blieb tatsächlich jetzt über mehrere Monate, denke ich mal, liegen, weil die Leute, die sich darum kümmern wollte, ich glaube, es gibt so 3 vielleicht, haben es dann auch mal geschoben. Ich glaube aber, das will ich ganz kurz sagen, dass es nicht ganz so zeitkritisch ist, argumentativ kann ich das auch ausführen, aber weil die Auswertung, um es kurz zu machen, die Auswertung an sich relativ schnell geht, haben wir an der Enquete, die bereits abgelaufen gesehen, wir sind ja nicht in der Regierungsverantwortung, um dann wirklich am Ende viel umzusetzen. Und auch die Landesregierung ist dann relativ, die wird das relativ fix abhandeln. Wir werden jetzt, beziehungsweise haben im letzten Plenum das letzte Gesetz zwar verabschiedet, was noch aus der Enquete praktisch irgendwie hervorgegangen ist, vielleicht der wohnungswirtschaftliche Wandel, aber war natürlich auch im Interesse der Landesregierung, daran noch zu arbeiten. Nicht verabschiedet, es wurde eingebracht. Deshalb glaube ich, dass wir einen langen Zeitraum zwischen Ende der Enquete und der Wahlen nicht unbedingt brauchen. Ja, und ansonsten bin ich dafür, das auch in einer Gruppe zu machen, weil es dann vorangeht bin gern dabei. Ich glaube allerdings, dass wir durchaus am Ende auch hoffentlich sehr gut ausgearbeitet einige Themen haben oder zumindest eine Auswahl, eine kleine, sodass wir damit auch nochmal in die Partei gehen können, auf welchem Weg auch immer, und gucken können, wie es angenommen wird und welches Thema gut ist, dass wir das praktisch nochmal verifizieren können, weil es ist ja eine Sache, wir haben ja nur eine und wo wir dann auch uns ein gutes Feedback holen sollten. Ja, und dann kann es natürlich am Ende sein, dass wir auch Varianten hier dann vorliegen haben. Aber das ist ja auch gut. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir haben zwar die 15 Minuten bei Sonstiges, doch Daniel, überzogen, aber da wir jetzt ja verschiedenste Punkte haben bei Sonstiges, denke ich, ist das okay, wenn wir das weiterlaufen lassen. Daniel? Ja, da kommt noch Weihnachtsbaum. Oh, Weihnachtsbaum. Folgendes, der Wirtschaftsreferent XY hat mich gebeten, für ihn zu fragen, ob er in Vertretung von Tom, der irgendwie krank ist, an der Ausschussreihe, also nicht an der Ausschussreihe, doch in der Fahrt nach Brüssel teilnehmen könnte? Das ist jetzt eine Frage, das muss der Vorstand ja irgendwie genehmigen. Sonstiges. Achso, da kommt ja noch einer. Okay. Dann habe ich dich missverstanden. Du hast gefragt, ich sehe nichts mehr, und dann habe ich mich gemeldet. Also da das um 1 Uhr losgeht, hat das eine gewisse Eilbedürftigkeit. Moni? Ja, der Nico war doch gerade hier. Ich habe gesagt, wenn die Abgeordneten damit einverstanden sind, ist das kein Problem. Also es ist... Ja, eigentlich war ich davon ausgegangen, dass der Nico mit dir darüber spricht und dass... Das hat gerade bei Linus bei mir. Mit Nico okay. Also von mir aus spricht da überhaupt gar nichts gegen. Rumpy?
Also sollten wir da jetzt hier deines Erachtens nach einen formellen Beschluss brauchen, können wir das ja sozusagen eben abstimmen. Ansonsten. Brauchen wir nicht. Ich kann die, ja, deswegen. Das ist nur halt, weil es um 11. Ja, ich weiß. Aber vergiss es. Gut, dann ist das auch geklärt. Und wir kommen zu dem letzten Unterpunkt von Sonstiges. Das ist Weihnachtsbaum, eingebracht von Michelle. Der Weihnachtsbaum. Jetzt machen wir das selber mit dem Weihnachtsbaum. Michelle ist ein Baum, ist ein Baum. Ein Baum ist ein Baum und viele Bäume sind ein Wald, richtig. Ja, Weihnachtsbaum. Die meisten von euch wissen, worum es geht. Ich habe ja auf dem Parteitag mit vielen von euch schon gesprochen. Es geht um den Weihnachtsbaum im Büro von Moni. Entschuldigung, im Vorzimmer von Moni. Im Vorzimmer von Moni, besser? Sehr gut. Puh, Glück gehabt. Also, es geht um den Weihnachtsbaum im Vorzimmer von Moni, den eine Mitarbeiterin aufgestellt hat, der Augenkrebs verursachend, aber in ihren Augen schön ist. Die findet den Baum nicht mal selber schön? Ich finde den schön. Ich finde den auch schön, aber das ist ein Schluss. Moni, was für einen Fehler habe ich jetzt wieder gemacht? Okay, es geht um den Baum. Es geht um den Baum. Es haben sich andere Bewohner dieses Hauses beschwert, dass der Baum nicht zum Gesamtbild des Landtags passen würde. Ich finde, wir Piraten passen nicht zum Gesamtbild des Landtags. Ich finde, wir sollten... Das finden die anderen auch, richtig? Ich finde, wir sollten A, diesen Baum wieder aufstellen, weil das ist unser Ding, was wir für Bäume zulassen oder auch nicht zulassen. Und B, finde ich die Farbe von dem Baum so toll, dass ich einen gleichfarbigen Baum in noch viel größer ins Vorzimmer in dieses Foyer beim Vorstand stellen möchte, auch ans Fenster, damit möglichst viele Leute sehen, was für Weihnachtsbäume wir toll finden. Und ich freue mich auf den Gegenantrag von der Simone. Ich finde, wir sollten uns nicht vorschreiben lassen, was für eine Farbe ein Weihnachtsbaum zu haben hat und wie wir unser Fenster schmücken. Das ist keine politische Aussage und von daher kann ja auch keiner kommen und sagen, wir hätten irgendwelche politischen Aussagen ans Fenster geklebt. Und wir sollten uns da nicht so gängeln lassen. So, wir haben das ja auch schon auf dem Bundesparteitag ausgiebig diskutiert, Michelle, und deshalb möchte ich an dieser Stelle einen Gegenvorschlag machen. Auch ich finde, wir sollten uns nicht alles gefallen lassen, was die an Befindlichkeiten äußern. Ich finde aber die Farbe dieses Baumes so abscheulich, dass ich vorschlagen würde, einen großen Baum fürs Foyer und ersatzweise für dieses Subjekt einen kleineren Baum, und zwar in der Farbe Orange, zu erwerben. Und würde mich auch bereit erklären, selbstverständlich für Nadjas kleinen Baum in Orange dann auch die Kosten zu übernehmen. Oder vielleicht kriegen wir das ja auch fraktionell für beide Bäume hin. Dietmar und dann Dannebutt. Ich glaube, unser Diskussionsansatz, nachdem ich mir das einmal näher angeschaut habe, es gibt nämlich auf Twitter ein Bild, auf dem übrigens die Nadja abgebildet ist, aber im Wesentlichen der Baum, der sogenannte, es handelt sich um gar keinen Baum. Es ist kein Baum. Es ist ein Federarrangement. Es ist ein Federarrangement in der Form eines Dreiecks, wie nennt man dieses dreidimensionale Teil? Keine Ahnung, Rhombus? Rhombus? Ist das ein Rhombus? Tetraeder. Also es ist kein Baum, Punkt. Also wer also uns kommt damit, es handelt sich um einen Baum, es ist ein Fehler, es ist ein Federarrangement. Könnt ihr bei dem ernsten Thema ein bisschen ruhiger sein? Genau. Danke. Wir haben keinen Baum. Okay, Dannebott und dann Olaf. Bäume gehören ins Reich der Pflanzen und wie Dietmar ganz richtig anmerkt, handelt es sich hier nicht um ein Lebewesen. Zum einen. Zum anderen, wenn es Federn sind, kommt mir da ein anderes christliches Fest in den Kopf, das eher im Frühjahr stattzufinden pflegt. Und das ich beantrage, die beiden Feste miteinander zu verbinden, indem man sich ein paar Hühnereier kauft, die auspustet und mit Filzstiften schön bunt anmalt und an diese Federkonstruktion dranhängt. Danke.
Olaf. Entschuldigung, ich habe die umgedrehten Kreuze vergessen. Ich finde die Idee mit dem Orange eigentlich gut, aber genau dann kommt wieder diese Problematik unter Umständen hervor, dass das dann als politische Aussage gewertet wird. Das ist wiederum diese. Ja, es ist schwierig. Die Sache ist die, was würde jetzt passieren, wenn die SPD einen Roten aufstellt? Das ist, oder die CDU einen Schwarzen? Ja, das wäre jetzt... Ja, da ist... Die Grünen aus der Nase gezogen, glaube ich. Ja, ja. Und ich meine, ich persönlich hätte mich bei jeglicher Sache von einem Baum enthalten, bei jeglicher Abstimmung hier, außer jetzt, weil ich jetzt eben auch völlig daneben finde, dass wir einen Baum verboten kriegen. Also, das ist das Letzte. Lukas. Oh, ich bin ja schon dran. Ja, falls es irgendwie mit Dietmars juristischer Auslegung eines Federarrangements in Tetraeder-Struktur nicht klappt, könnte man natürlich viele bunte Bäume auch aufstellen. Bäume, also diese baumartigen Gestalten sind ja aus Kunststoff und man könnte ja es eben als Zeichen der Anerkennung der NRW-Kunststoffindustrie machen. Ich denke, da kann keiner was dagegen haben, wenn man sich die Ausstellungen und so weiter hier im Landtag anschaut. Insofern, Kunststoff gehört zu NRW, wir gehören zu NRW, wir verbinden beides, alles wird gut. Michel? So, genug gelacht. Ich habe hier einen Antrag gestellt. Ich möchte Verständnisfragen zu meinem Antrag und dann darüber abstimmen. Ich habe auch einen Antrag gestellt. Gut, dann als nächstes der Daniel. Der Düngel. Ja, schönen guten Morgen. Ich fühle mich nicht in der Lage, jetzt etwas zu sagen, weil zwei Anträge im Raum stehen. Das nach unserer Verfahrensweise, da ich weder eine Verfahrensfrage habe, noch eine Informationsfrage, kann ich jetzt nicht reden. Dannebott, hast du da noch eine Verfahrensfrage? Mich stört das nicht. Ich möchte Lukas unterstützen. Dannebott, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass da zwei Anträge im Raum sind. Hast du eine Verständnis? Ganz und gar nicht. Ich möchte Lukas unterstützen in seiner Aussage, dass man die nordrhein-westfälische Kunststoffindustrie stützt, ist nämlich Lobbyismus und keine politische Aussage. Und im allgemeinen Standard in diesem Landtag hat Lobbyismus da sehr viel zu suchen, politische Aussagen natürlich nicht. Danke. Vielen Dank für diese Ignoranz. Gibt es weitere? Ja, wir haben zwei Anträge. Gibt es dazu noch Verständnisfragen oder Ähnliches, was an dieser Stelle angebracht wäre? Oliver. Doch, ich möchte diesen dritten Antrag stellen. Ich hätte gerne einen Snowden-Artbaum in Violett. Dirk? Also, dein Antrag ist pink, dein Antrag ist orange. Ja. Das sind die grundsätzlichen Unterschiede, ja? Ja. Und dann haben wir noch mal lila. Und der dritte ist jetzt, gut. Also beide Bäume. Oliver, möchtest du nur den kleinen ersetzen in lila oder auch einen großen und einen kleinen? Weil damit ich den Antrag. Und was ist mit meinen Ostereiern? Die passen ja mit deinen Baum. Das passt so bei allem. Der ist nicht konkurrierend. Leute, Oliver. Ja, Oliver. In Anbetracht dessen, dass ich natürlich eigentlich am liebsten pink haben möchte, gilt das auch mit ersetzen, selbstverständlich, damit wir dann also auch. Also nur einen und den ersetzen. Also nein, also das Programm wie bei Orange, nur in Violett. Das Danke. Gleiche wie Orange, nur in Violett. Also. Um das klarzumachen, mein Antrag sagt, den einen Baum jetzt sofort wieder hinstellen und einen zweiten größeren kaufen und ins Fenster. Gibt es weitere Verständnisfragen oder Gegenanträge zu unseren Anträgen? Daniel. Ja, ich habe auch noch einen Antrag. Ich möchte, dass die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen sich dafür ausspricht, die Gestaltung der Büros unserer Mitarbeiter nicht zu beeinflussen. Ist das passend als Gegenantrag? Ja, okay. Nee, das ist nicht unbedingt konkurrierend, aber vielleicht eine Ergänzung zu schon bestehenden Anträgen. Würde ich dann aber separat, aber ist egal, wir können das jetzt alles konsensuieren und... Also, wir haben... Das präzisieren nochmal, weil Michelle hat hier eine Informationsfrage gestellt. Also es ist nicht der
Der entscheidende Zeitpunkt, den ich mit meinem Antrag beeinflussen will, ist der, dass jemand auf uns zukommt und sagt, wir möchten einen Weihnachtsbaum entfernen, den ein Mitarbeiter dort halt eben platziert hat. Und ich möchte, dass wir genau an dieser Stelle das eben nicht tun. Ja? Also ich sehe hier überhaupt kein Problem, das widerspricht nicht irgendwelchen Dingen, dass dort ein Weihnachtsbaum steht. Und deswegen möchte ich hier den generellen Antrag stellen, auch für zukünftige Fälle, dass wir als Fraktion die Gestaltung der Büros, die unsere Mitarbeiter machen oder übernehmen in ihrem eigenen Büro, dass wir die einfach nicht beeinflussen, egal in welche Richtung. Also weder bitte hängt das rein, noch bitte hängt das irgendwie weg oder stellt irgendwas auf oder stellt irgendetwas nicht auf. Es gibt Ausnahmen, was eben irgendwelche Plakate oder sonstiges in Fenstern angeht. Das ist ja entsprechend der Hausordnung geregelt. Ich habe, was hast du vorhin gesagt, Federarrangements nicht in der Hausordnung finden können. Björn. Für persönliche Mitarbeiter fein. Das Problem ist aber, ich sitze in diesem Büro und ich bin Fraktionsmitarbeiter und damit seid ihr verantwortlich. So oder so. Das schließt das mit ein, ja? Ja, klar. Cool. Daniel, wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich aber trotzdem die ersten drei Anträge erstmal gegeneinander konsensuieren und dann den dann separat, weil er nicht konkurriert ist. Gut, wir haben jetzt also erstmal zunächst drei Anträge. Der erste ist von Michelle und lautet, pinkfarbenen sofort wieder aufstellen und großen pinkfarbenen im Foyer zwischen den beiden Fraktionsführungsdingern ins Fenster stellen. Dagegen meiner kleinen pinkfarbenen durch kleinen orangenen ersetzen und großen orangenen ins Foyer stellen. Und von Oliver kleiner Violetter ersetzt den kleinen pinkfarbenen und großer Violetter im Foyer. Wir sind eigentlich jetzt in der Abstimmungsphase. Dietmar? Ich habe noch einen ergänzenden oder variierenden Antrag, pinkfarbenen in das Büro von Nadja und Björn wieder aufstellen und orangefarbenen ins Foyer vor. Das ist Michels, falls du zugehört hast. Nee, der hat pink gesagt. Wolltest du nicht einen orangefarbenen ins Foyer? Nee, pink. Entschuldigung, dann ist das noch eine weitere. Also, wir haben quasi eine Alternative zu deinem, Simone. Also wir haben Michelle mit Pink Pink, Simone mit Orange Orange, Oliver mit Violett Violett und Dietmar mit Pink Orange. Kann man doch sprühen. Michelle? Ja, ich muss jetzt eine Verständnisfrage stellen zum Antrag 2 und auch zum Antrag 3. Das ist ja nicht unser Baum, sondern der gehört ja der Mitarbeiterin. Wir würden ihr jetzt quasi nur sagen, du darfst deinen Baum wieder aufstellen. Ich bin der Meinung, wir dürfen die Farbe, die sie sich da wählt, nicht bestimmen. Also wir können nicht einfach einen anderen Baum da ihr aufs Auge drücken. Wenn die sagt pink, dann pink. Oliver. Oder? Fragezeichen. Ja, ich habe das schon in den Chat gesehen. Natürlich hat Daniel da völlig recht. Aber wir können ihr natürlich aus unserer Kasse sozusagen einen violetten oder einen orangefarbenen anbieten. Wenn sie den pinken wieder hinstellen kann, dann soll sie den pinken wieder hinstellen. Aber das kann sie dann auch mit ihren Bürokollegen klären. Ich würde das jetzt gerne langsam abstimmen lassen. Dietmar. Ich habe eine Verständnisfrage von außen. Was macht ihr hier? Gut. Ich habe eine bedeutende Information für die Diskussion. Ja. Bitte entschuldige, lieber Jaroslav. Es gibt eine Mitarbeiterin, die hiervon betroffen ist und die twitterte, ich werde übrigens keinen orangen Baum neben mir aufstellen, ich mag kein Orange. Vielleicht beeinflusst diese Information das Abstimmverhalten der Abgeordneten in irgendeiner Weise. So, jetzt ist aber gut, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zur Abstimmung. Wir haben wieder Hände runterlassen, finde ich toll. Eine Hand hoch, habe leichte Bedenken, beide Hände hoch, habe massive Bedenken. Und haben als erstes den Antrag von Michelle mit Pink Pink. Wer hat da Bedenken? So, eins. 9, 10, 11. Danke. 11.
Dann kommen wir zu meinem Antrag. Orange, orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Die Variante Oliver, violett, violett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Und die Variante Dietmar mit pink-orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die Nulllösung. Alles bleibt so, wie es ist. Kein 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27. Der Dietmar war 13, die Nulllösung hat 27. Die geringste Gegenwehr hat Michels Vorschlag. Pink, pink. Also Nadja behält ihren Pinken, er wird auch wieder aufgestellt und wir kaufen einen großen Pinken und stellen ihn ins Foyer. Nein. Nein. Nicht zu der Entscheidung. Weil wir haben jetzt noch eine Abstimmung. Fernerhin müssen wir noch Daniels Antrag abstimmen. Wir verwehren uns dagegen, dass die Landtagsverwaltung Einfluss nimmt auf die Gestaltung unserer Fraktionsräume. Wir verwehren uns dagegen. Das wir. Dann formulier es bitte nochmal, Daniel. Ja, im Prinzip steht es ja da oben. Wir können dann schreiben, die Abgeordneten der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen beeinflussen die Gestaltung der Büros der Mitarbeiter nicht. Gut, dann stimmen wir das jetzt ab. Ich bitte um die Widerstände. Sowohl der. Wenn die Ines bei mir was ins Fenster hängt. Die Fraktion beeinflusst das halt nicht. Wenn du Ines beeinflusst, ist das dein Ding. Aber die Fraktion beeinflusst das nicht. Wir stimmen das jetzt gerade ab. Ich möchte bitte die Widerstände sehen. Ich möchte eine Verständnisfrage. Ach so, okay. Ich mache das auch laut mit der Verständnisfrage, weil mein Problem sind jetzt tatsächlich Abgeordnetenbüros. Das ist jetzt nicht das Büro von Ines. Trotzdem, wenn sie was ins Fenster hängt, würde ich da dasselbe gelten lassen, korrekt? Also, wie du magst, wir können ja nicht für dich sprechen. Wir können auch für dich keinen Antrag hier stellen. Wir können nur sagen, dass wir das als Fraktion nicht beeinflussen. Also die Fraktion wird nicht dann auf Ines zugehen und sagen, mach bitte dieses und jenes. Oder auf mich in dem Fall. Das ist ja interessant. Jetzt ist Moni dran und ich glaube dann Dirk. Jetzt ist die Moni dran, dann der Dirk und dann der Dietmar. Das finde ich jetzt, in dem Moment finde ich das sehr spannend, weil jetzt hat gerade die Fraktion über meine persönliche Mitarbeiterin bestimmt, um das ganz klarzustellen. Ihr habt gerade abgestimmt, was meine persönliche Mitarbeiterin zu tun hat. Nein. Warum? Wenn sie sagt, will ihn nicht, dann kommt er auch nicht dahin. Das ist immer noch ihre freie Entscheidung. Sie wollte es doch. Aber das ist nicht der Punkt. Das heißt, wenn Ines jetzt was tut, was dir nicht passt, stimmt die Fraktion darüber ab, ob Ines das dann macht oder nicht. Nein, nicht. Dirk? Und dann Dietmar? Also ich vermute mal, Daniels Antrag ging auch in eine andere Richtung. Also er möchte, dass quasi, wenn ein Verbot von der Landtagsverwaltung kommt, dass dann die Fraktion hinter dem entsprechenden steht, solange es nicht tatsächlich gegen die Hausordnung verstößt. Genau. Das ist eine schöne Formulierung. Können wir die nicht da... Die Diskussion, die wir jetzt... Also ich versuche das nochmal zu ergänzen. Die Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, die ist halt völlig überflüssig. Wenn hier irgendjemand ein Problem mit einem pinken Tannenbaum hat oder mit einem pinken Federarrangement, das ist ja alles witzig, ja. Aber ehrlich gesagt habe ich wenig Lust, mich darüber tatsächlich irgendwie zu unterhalten. Wenn hier irgendein Mitarbeiter, irgendeine Mitarbeiterin meint, dass sie ihr Büro nach welchen Regeln auch immer schmücken möchte, dann soll sie das bitte tun. Das ist ganz einfach so.
Und nach außen hin vertreten wir das eben auch einfach so. Das ist so ein bisschen auch, hat das auch was mit freiheitlichem Denken und so weiter und so fort zu tun. Das Einzige, in dem konkreten Fall bei Nadja sollte sich mit ihrem Bürokollegen absprechen, ob das einigermaßen in Ordnung ist. Und selbstverständlich in dem Moment auch mit dir, Moni, als quasi direkte Vorgesetzte, die davon betroffen ist. Aber wir brauchen uns da als Fraktion über solche Dinge wirklich hier keine Gedanken machen. Wenn das in dem Büro soweit passt, wenn das da in Ordnung ist, dann lasst bitte, welche Farbe auch immer Tannenbäume oder Fehlerarrangements da stehen, ist mir ehrlich gesagt völlig Wumpe. Und ich verwehre mich tatsächlich an der Stelle dagegen, wenn Andreas oder Christiane auf die Idee kommen, ihr Büro irgendwie zu schmücken, dass wir hier in der Fraktion darüber diskutieren. Gut, dann kommen wir mal wieder zurück zur Rednerliste. Da ist jetzt der Dietmar dran. Ja, ich sehe das also, was dieses Dahinterstehen als Fraktion, wenn Mitarbeiter von der Landtagsverwaltung oder wenn die Fraktion aufgefordert wird, Dinge, die die Mitarbeiter machen, dass wir dahinterstehen, wenn wir denn dahinterstehen, finde ich gut. Also von daher ist das eigentlich mehr so ein deklaratorischer Beschluss, den wir heute fassen. Abgesehen davon könnte man natürlich tatsächlich auch weitergehen und die Unterbindung einer solchen weihnachtlichen Schmückung oder den Versuch derselben mit Blick auf den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt in Köln, in München, in Hamburg und so weiter zu lenken. Ich meine, in München heißt das Ding Pink Christmas und in Köln, so habe ich zumindest gehört, ich war selbst noch nicht da, ist dieser Weihnachtsmarkt genannt Christmas Avenue übersät mit pinkfarbenen Weihnachtsbäumen, nur mal so ganz nebenbei und so viel auch zur Üblichkeit. Und ich finde, das ist dann vielleicht sogar auch als Demonstration, gerade für uns Piraten, nicht so ganz von der Hand zu weisen, der Toleranz und Akzeptanz jedweder sexueller Ausrichtung zu sehen, sodass man durchaus auch das Verbot oder zumindest der Versuch, das zu unterbinden, als, ich möchte fast sagen, anti-schwule oder anti-lesbische ja, und wir laden, ja, ich weiß, aber wir laden die vielleicht alle mal ein. Jetzt Frank. Hey, da fehlen aber schon 10 Sekunden. Also, die freie Entfaltung der Persönlichkeit geht immer so weit, bis ein anderer davon betroffen ist. Ja, das ist doch völlig klar. Wir haben noch 10 Minuten, nee, jetzt noch 9 Minuten zu überbrücken. Insofern ist die Diskussion ja ganz interessant. Ich kann auch nicht ganz zu kommen gehen. Aber Daniel, du hast eben selbst schon eine Grenze gesagt von irgendein Poster oder so. Das müsste man dann vielleicht abhängen. Ich weiß jetzt nicht, welches Poster du da meinst. Ich finde, wenn wir halt einen Antrag in dieser Art, der eigentlich, wo es immer um diese Grenze geht, die man austarieren muss im Einzelfall. Wenn wir sowas jetzt irgendwie pauschal abstimmen, dann nenn doch bitte alle Ausnahmen abschließend irgendwie auf. Für die auf, damit wir halt wirklich so eine pauschale Aussage machen können und abstimmen können. Ja, jetzt noch ja. Michelle und dann würde ich das Ding jetzt gerne abstimmen lassen. Okay, also erstens, der pinke Weihnachtsbaum ist ein rein ästhetisch gefühltes, tolles Dings von Nadja und ist keine politische Aussage. So, Punkt 2 zur Erklärung. Ja, für dich unästhetisch, für Nadja ästhetisch. So, Punkt 2. Zu der Abstimmung und zu der Frage von außen, was macht ihr hier eigentlich? Ich finde, wir diskutieren gerade tatsächlich eine Grundsatzfrage, auch wenn es natürlich an einem pinken Weihnachtsbaum ein bisschen komisch erscheint, nämlich darüber, wie viel wir uns hier in unseren eigenen Büros von anderen sagen lassen und von deren ästhetischem Empfinden sagen lassen, ob die irgendwas toll oder nicht finden und ob wir dann jedes Mal über das Stöckchen springen, weil da irgendwie gesagt wird, ihr müsst jetzt was anders machen oder nicht. Also ich finde, das ist eine Grundsatzentscheidung, so wie Daniel sie jetzt auch hier fällen will. Deswegen stehe ich da auch voll hinter und deswegen ist diese Diskussion zwar lustig, aber ich glaube trotzdem wichtig auch für die nächsten 3,5 Jahre und wie wir uns hier gegenüber dem Landtag und den anderen MDL verhalten. Gut, Ulrike?
Und danach möchte ich aber wirklich abstimmen. Ich würde noch was Juristisches dazu sagen wollen. Ihr könnt ja den Mitarbeitern gerne einen Freibrief geben, aber der Freibrief sollte nicht so sein, dass ich jetzt, sage ich mal, 5 grüne und 5 lilane Bäume aufstelle und die dann sagen von draußen, du darfst es nicht. Und ich sage dann, ja, aber im Innenverhältnis hat die Fraktion mich freigestellt, ich mache jetzt hier, was ich will. Also diese Grenze, dass ihr denen jetzt sozusagen uns alle Rechte da gebt, und diese Grenze sollte dann vielleicht in den Beschluss reinformulieren, in Einklang mit dem Hausrecht, dann habt ihr natürlich wieder diesen Widerstand nicht drin. Okay. Dann frage ich jetzt noch mal, bevor ich es abstimmen lasse. Daniel, so wie das dort steht, ist das für dich in Ordnung? Die Piratenfraktion im Landtag NRW beeinflusst die Gestaltung der Büros der Mitarbeiter nicht. Können wir das so abstimmen? Ist das in Ordnung für dich? Ja, bitte irgendwo an geeigneter Stelle das mit der Hausordnung da rein. Hausordnung hat Vorrang. Ja. Gut, das ergänzt der Björn gerade, genau. Solange die Bürogestaltung nicht gegen die Hausordnung verstößt, dann möchte ich jetzt gerne die Widerstände abfragen, und zwar bitte jetzt. Gegen diesen Antrag gibt es keine Widerstände, also 0. Damit ist der Antrag angenommen. Dann haben wir jetzt noch einen letzten Punkt, den wir vielleicht vor der Pause schaffen. Ich glaube, Moni, du hast eingetragen, Menschen mit Behinderung. Was ist mit den Ostereiern? Wir hatten das mit der Nachhaltigkeit. Du bist jetzt gerade nicht dran, melde dich. Moment, ich muss da dazwischen grätschen, weil der Punkt, den hatte ich ja angesprochen, und das war schon auch ein Antrag. Das klang für mich nicht wie ein Antrag, als du das... Wer die Sachen mitbringen kann, den Baum schmücken. Dass das mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit sehr schön zu vereinbaren ist, weil dann kann man ihn zweimal im Jahr aufstellen. Das ist dann Nadjas Entscheidung, denke ich. Nein, sie geben einen großen. Ostereier oder Stress den Geht Rest des Jahres. Ich würde dich bitten, dass du den Antrag noch mal kurz vor Ostern stellst und dass wir jetzt vielleicht einfach mit der Tagesordnung weitermachen. Also fühl dich frei, den Antrag noch mal zu stellen. Und jetzt noch eine Information von Moni zum Thema Menschen mit Behinderungen, bevor wir dann in die Pause gehen. Ja, ist einfach nur eine Info. Viele euch wissen das wahrscheinlich, dass heute Abend dieser parlamentarische Abend ist, Menschen mit Behinderung. Ich fände das gut, wenn wir da mit ein paar Leuten auftauchen würden, und bitte euch zu gucken, ob ihr vielleicht dann noch eine halbe Stunde oder Stunde Zeit für habt. Gut, vielen Dank. Dann sind wir mit dem öffentlichen Teil, außer der Satzungsänderungen, die nach dem nicht öffentlichen Teil kommen, erstmal soweit am Ende. Nein, da gibt es noch eine Wortmeldung von Dietmar. Ich hätte auch zu diesem Sonstigen noch etwas, auch einen Hinweis, zumal ich nächste Woche Montag und Dienstag auf einer Kurzreise der Parlamentariergruppe NRW Frankreich sein werde. Es findet allerdings am Dienstag um 15 Uhr im Plenarsaal eine Gedenk- oder beziehungsweise eine Feierveranstaltung 60 Jahre Yad Vashem statt. Ich weiß nicht, ob und wie weit die allgemein hier in der Fraktion bekannt ist. Es wäre sehr schön, wenn sich in ausreichender Zahl, okay, vielleicht auch Vorstandsseits da Rücksicht drauf genommen werden könnte, dass da Präsenz herrscht. Danke. So lustig finde ich das jetzt nicht, Michel, aber okay. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann machen wir jetzt Pause bis 15:45. Und danach geht es mit dem nicht öffentlichen Teil weiter. Und vielleicht machen wir dann auch noch Satzungsänderungen. Bis dahin erstmal tschüss. Ja, das ist auch okay. Ja, das hilft uns ja total weiter. Ich hätte es sonst jetzt in meine Dropbox geschmissen und einen Link gepostet. Ja, das dürfte ein. Das stimmt. Ich pack's mal lieber in die Dropbox für die Leute, die nicht an den Transferordner schön kommen. Isoliert. Kann ich das spezifizieren? Packst du das auf Laufwerk R? Oder in die Fraktionscloud? Aber das soll das in den Transferordner. Und der ist meistens noch in der Laufwerk R. Nee, das ist auch okay, das kriege ich auch dann, hin. Ich gehe dann so lange in mein Büro. Dann kann ich auch auf Laufwerk R zugreifen. So, der. Was ist denn mit der OwnCloud? Funktioniert das immer? Der mehr? Stream läuft wieder. Ja. Wir haben 12.26 Uhr und wir setzen die Sitzung öffentlich fort. Der nächste Tagesordnungspunkt, beziehungsweise der letzte Tagesordnungspunkt, der jetzt noch auf ist, sind die Satzungsänderungsanträge von Michel. Ich hoffe, dass er, auch wenn wir im Mai alle eine Mail bekommen haben, wird da gleich jetzt nochmal der Link eingeführt.
gespielt wird. Und ansonsten übergebe ich jetzt an Michel. Verlinkst du aufs Laufwerk her? So, hochgeladen habe ich. Das ist von Jungs großartig. So, wo finde ich das Ding jetzt? Ist das nicht in CRM? Ja, da bin ich jetzt nicht drauf. Ups, aus dem Stift. Ich nehme das Mail-Programm ab. Oh, schön. Dauert jetzt noch ein paar Sekunden, ne? Der Björn ist auch so ein Troll, oder wer war das? Das war super formuliert. Nico. Nee, das Getrolle war der Björn gerade. Ich hab's gesehen. Ich poste gleich einen Link. Die Fraktion. Nee, tut mir leid. Kann ich nicht mitsingen. Ich habe auch bei Die Fraktion aufgehört. Ja. Mir ist das aufgefallen. Weißt du, warum, wer das geschrieben hat und nach welcher Situation? Ehrlich gesagt nicht, nein. Mann, du kennst das Lied weiter. Die meisten hätten aufgehört zu singen. Genau. Ist dir das klar? Genau. So. Jetzt ist der Browser abgestürzt. Das ist ja großartig. Browser. Mit AU. Kann kein CMS, das ist das Problem. Ah, so. Wo ist hier Fraktionssitzung? Ey. Ich habe eine Frage. Ja, das ist Andreas, das ist nicht Achse. Nee, das ist Andreas. So, Patch lädt. Björn, ich habe jetzt was auch immer, /Transfer und so weiter eingegeben. Das geht nicht. Grünes Crayon. Ach so, Crayon. Nee, das habe ich gemacht. Bei Bedarf vergessen. Da, nehmt den. Aber Dropbox ist nicht korrekt, politisch. Ich habe gehört, ihr habt heute Morgen schon über WhatsApp gesprochen. Das ist mir so scheißegal. Ja, mach bitte keine Tool-Diskussion daraus. Ich bin auch überrascht. Weil. So, die liegen vor, dann lege ich mal los. Der Michel, ja, ja. Der Michel. So, wir sind auf Seite 11. Ja, das sowieso. Du findest was nicht. Guck doch mal, geh auf das Pad und klick auf den Link. Ja, oder du kannst da lesen, ist mir egal. Okay, ich muss erst das Chat suchen, lesen. Also wir haben bis Nummer 10 gemacht, da habe ich mir Notizen gemacht. Ist das einschließlich, das? Natürlich. Natürlich. Ne, wir haben 11 auch gemacht. Ich erinnere mich, ihr wolltet keine redaktionellen Änderungen beschließen, sondern einfach machen. Dann sind wir bei 12 natürlich. Entschuldigung. Seite oder was? Nummer. Ja, da ist irgendwie ein Komma zu viel. Also, warte, ich sag's dir sofort. Nee, da ist ein Bogen am Ende zu viel, weil es muss heißen per einstimmigem Beschluss. Aber ist egal. So, also Nummer 12, sowie auch Nummer 13. Ich hab das Ding an, cool. Okay, also Nummer 12 sowie auch Nummer 13. Da kann ich nur sagen, das ist natürlich jetzt aus Mai. Von daher, zeitlich gesehen, ist die Begründung sogar noch schlimmer als vorher. Aber ich werde wahrscheinlich dieselben Argumente hören, wie ich sie vorher schon mal bekommen habe bei Nummer, ich weiß es nicht mehr. Wir haben da nämlich schon mal drüber geredet, Dinge reinzuschreiben. Das war bei Nummer 8. Wir wollen gerne eine geeignete Software zur Willensbildung über das Internet einsetzen. Die Software muss die Anforderungen für den Liquid Democracy Systembetrieb erfüllen, welche von der Fraktion beschlossen werden. Die Satzung haben wir seit anderthalb Jahren, bald sind es 2. Ich sehe weder Anforderungen für den Liquid Democracy Systembetrieb, noch sehe ich ein Tool, das wir dazu einsetzen würden, noch sehe ich es irgendwo am Horizont. Meiner Meinung nach müsste man so konsequent sein und die Absätze einfach streichen. Oder ganz klar hinschreiben, dass das nur eine Willensbekundung ist und dass wir das gar nicht so ernst meinen mit den Tools. Frank? Wolltest du nicht direkt auf den Änderungsantrag 14 verweisen?
Ja, kann ich natürlich auch machen. Also das wäre ein hilfsweiser Antrag sozusagen. Ja, wo man einfach 10 und 11, die sind ja quasi gleichlautend, man legt die einfach zusammen zu einem neuen Paragraphen und sagt, okay, wir fassen die zusammen, wir wollen daran festhalten, dass das unsere Wünsche sind, die wir irgendwann mal erfüllen wollen, wir wollen das in der Satzung stehen lassen. Dann könnte man auch Paragraph 10, 11 einfach zusammenfassen und damit dann weitermachen. Wie gesagt, also ihr könnt jetzt auch wieder sagen, das war ja bei dem Kodex, den wir übrigens auch, ich glaube, im Juli besprochen haben, den gibt es auch bis heute nicht. Da haben auch alle gesagt, ja, wir machen ja bald den Kodex. Ich sehe diese Wunschträume, die sind alle nett, aber wenn wir das wirklich wenn wir das nicht wirklich machen, dann müssten wir das auch nicht in der Satzung stehen haben. Wenn es da jetzt keine weiteren Äußerungen zugeht, dann können wir die abstimmen. Möchtest du die einzeln abgestimmt haben? Wir sind jetzt bei 12, 13 und 14. Oder sagen wir, gibt es Widerstand, die en bloc abzustimmen? Ne, en bloc geht ja nicht. Also 12, 13, 14? Also mein Antrag wäre, über 12 und 13 gemeinsam abzustimmen und sollte nicht gestrichen werden, dann über 14 abzustimmen. Stimmt, du hast recht. Gibt es dagegen Widerstand? 12 und 13 zusammen abzustimmen. Den sehe ich nicht. Dementsprechend stimmen wir 12 und 13 geschlossen ab. Wer hat Widerstand gegen die Änderungen von Michel? Wir machen eine normale Abstimmung. Ja, wir haben zwei Drittel Mehrheit. Du hast recht, wir müssen mit einer Zweidrittelmehrheit arbeiten. Deshalb vergesst, was wir gerade abgestimmt haben. Wir machen das normal. Wir stimmen jetzt konventionell ab. Das heißt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, weil es an sich um Satzungsänderungen handelt. Nuni, möchtest du dazu noch was sagen? Wenn Michel sagt, wir müssen da noch drüber reden, dann fühle ich mich nicht vollständig informiert. Ich habe gefragt, ob es irgendwelche Beiträge dazu gibt. Daniel? Da möchte ich jetzt reden. Also, wir haben ja jetzt gerade schon angefangen, die Widerstände abzufragen. Ich persönlich hatte keinen Redebedarf zu den beiden Satzungsänderungsanträgen, weil für mich vollumfänglich klar war, dass wir die beide ablehnen werden. Durch den Versuch, das gerade mit den Widerständen abzufragen, und war ich etwas, oder durch das Resultat besser gesagt, war ich etwas überrascht, weil ich nur recht wenige Hände oben gesehen habe. Für mich ist das okay, ja, also ich bin ja durchaus ein Verfechter von Liquid Democracy und auch sogar Liquid Feedback als entsprechendes Tool. Ich nutze es sogar. Ich weiß, dass das viele in der Fraktion jetzt nicht so sehr tun oder viele in der Partei, das können wir ja ganz weit ausweiten. Ich glaube aber, dass wir diese Willensbekundung ganz klar in unserer Satzung belassen sollten. Wir hatten ja auch schon Anstrengungen und Versuche unternommen, das mit der Basis irgendwie gemeinsam zu entwickeln. Leider Gottes gab es da nicht so eine wahnsinnig riesengroße Beteiligung. Ich würde es drinstehen lassen. Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt, auch auf Seiten oder aus dem Landesverband heraus, Dinge wie eine ständige Mitgliederversammlung auf Landesebene und so weiter anzuregen und zu versuchen, und ich würde diesen Diskussionsprozess gerne weiter mit beobachten und schauen, inwieweit das für uns auch als Fraktion in irgendeiner Form etwas abwirft, was wir dann auch hier tatsächlich einsetzen können. Also Redebedarf gerade deswegen nicht, weil mir eigentlich recht klar war, dass wir es ablehnen werden. Jetzt aber wirklich die Bitte, nochmal ganz explizit das tatsächlich abzulehnen. Ich halte das für ein ganz fatales Zeichen, wenn wir jetzt hier sagen, wir nehmen diese Punkte raus. Also das hört sich so ein bisschen nach, ist uns scheißegal an. Frank. Daniel, 100% oder so, fast 99, sage ich mal, deiner Meinung.
Deswegen habe ich auch direkt auf diesen Antrag 14 verwiesen, der das praktisch formal, also ich meine inhaltsgleich, eigentlich zusammenfasst zu einem Paragraphen. Und ich gehe davon aus, dass wir dem auf jeden Fall zustimmen, wenn wir den anderen zustimmen. Michel. Ja, die Anträge sind genauso wie auch der Antrag vorher zum Thema Piratenkodex, Codex, tatsächlich Anträge, die ich deswegen gestellt habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir darüber diskutieren. Wie gesagt, die sind aus Mai. Ich hatte die Hoffnung, dass wir nicht nur darüber diskutieren, sondern sich dann einer findet, der sagt, nein, wir müssen das natürlich auf jeden Fall machen. Und ich werde mich natürlich auf jeden Fall hinsetzen und innerhalb von einer Woche kriegt ihr diese Anforderung für den Liquid Democracy Systembetrieb. Und dann können wir darüber weiterreden. Im Grunde genommen ist das ein Tritt in den Hintern und ich bitte, das auch so zu verstehen. Aber dann jetzt nicht abzustimmen und zu sagen, puh, okay, haben wir es drin gelassen und dann lehnen sich alle zurück und dann geht es weiter wie bisher. Weil sonst sehen wir uns in einem halben Jahr wieder und dann stelle ich die Anträge wieder. Und dann wird es halt jedes Mal ein bisschen peinlicher. Das ist halt das Problem daran. Toso? Eins der Probleme, die ich in der Formulierung dieser Satzung sehe, ist vielleicht darin, das, was wir zuletzt auch gelernt haben durch das systemische Konsensieren. Hier ist nicht benannt, wer genau was zu tun hat. Hier steht drin, und Sie sollen dem Systembetrieb von Liquid Democracy oder Liquid Feedback Genüge tun. Ja, der Himmel soll auch irgendwann blau sein. Steht nicht drin, wer das machen soll. Steht nicht drin, bis wann das gemacht werden soll. Steht nicht drin, ob das jetzt nur für die Fraktion gelten soll oder ob sich das auf ein Liquid Feedback System bezieht, wo quasi entweder das Bundesland drauf Zugriff haben soll oder der ganze Bund. Das steht da alles nicht drin. Und solange das so ungenau da drin steht, werden sich alle zurücklehnen und sagen, ja, das soll ja mal irgendwann so sein. Was auch immer. Also wenn wir an der Stelle nicht zu einer genauen Aufgabenbeschreibung kommen, die sowohl Inhalt wie auch denjenigen beschreibt, der es machen soll, wird sich da nie was ändern, egal wie oft du das hier als Satzungsänderungsantrag einbringst. Michel? Ja, da bin ich aber der festen Überzeugung, dass man sowas nun mal nicht in die Satzung schreibt, sondern dass dazu man so eine Diskussion anstoßen muss und dann am Ende einer solchen Diskussion jemand einen Arbeitsauftrag bekommen muss. Deswegen hatte ich gehofft, wir diskutieren darüber und stimmen das jetzt nicht einfach ab. Toso? Also frei nach dem Motto, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Sollten wir dann jetzt darüber sprechen? Ich hätte von dir dann gerne erstmal gewusst, wie stellst du dir die Beschreibung eines Liquid-Feedback-Systembetriebes vor? Was erwartest du da als Beschreibung? Soll das ein Pflichtenheft sein oder was auch immer? Steht ja so in der Satzung. Steht ja, soll ja irgendwas sein, quasi. Was jetzt genau? Mal schauen. Ja, deshalb frage ich zuerst mal dich. Was hättest du da gerne drinstehen? Dass sich da alle beteiligen können, keine Frage. Aber meine Frage an dich, was soll da drinstehen und was hättest du am liebsten, wer da machen soll? Michel. Ja, dann antworte ich doch auf die Frage. Ich bräuchte diese Anforderungen nicht. Ich muss das nicht verschriftlichen. Ich würde sagen, okay, wir gehen hin und setzen uns hier wie es ja in der Satzung steht, entweder ein Liquid Feedback oder was auch immer für ein Liquid System selber auf. Das müssten wir dann entscheiden. Das ist dann sicherlich eine Tool-Diskussion wert. Oder wir sagen, wir benutzen, und das war ja am Anfang so der Fall, wir benutzen das Liquid des Landes mit. Wir haben da auch einen eigenen Bereich eingerichtet bekommen, aber es benutzt halt niemand. Und dann komme ich eben zum zweiten Punkt. Hier steht, die Fraktion setzt das Tool ein. Hier steht, sowohl zur Willensbildung als auch für die Einholung von Meinungsbildern. Also ich habe da sehr, sehr wenige Meinungsbilder von sehr, sehr vereinzelten Personen nur gesehen, die da überhaupt eingeholt werden. Und zur Willensbildung setzen wir es noch schon lange nicht ein, weil sonst müssten wir alle unsere Einträge ins Liquid kippen, diskutieren lassen
und so weiter und so weiter. Und das passiert halt nicht, wie gesagt, nur sehr vereinzelt und von sehr wenigen einzelnen Personen. Von daher von mir aus sollten wir diesen Teil mit den Anforderungen wegmachen oder ja, kann halt jemand, der sich dafür interessiert, das machen. Ich habe da keine Aktien drin, dass wir am Ende so ein Papier haben, an das wir uns dann auch wieder nicht halten. Toso. Ein Dialog. Ja, also ich versuche da mal rauszuinterpretieren, was jetzt machbar ist und vielleicht auch das, was du dir vorstellst als Ideal. Also ideal wäre, wenn wir jetzt quasi das von schon von der vom Landesverband zur Verfügung gestellte System nutzen würden, weil da sind die Leute auch schon drin oder haben Zugriff. Wir haben da einen eigenen Bereich drin, sodass das auch vernünftig abgeteilt ist, dass man sehen kann, hier geht es nicht um Grundlagenforschung, sondern um Politik machen am Objekt. Drittens, wir müssen dann dafür sorgen, dass unsere Anträge oder unsere Meinungsbilder, die wir abfragen, da auch wirklich regelmäßig reinkommen. Das habe ich also so richtig verstanden. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt keine Beschreibung dieses Systembetriebes, sondern wir müssten für uns als Arbeitsanweisung übernehmen, dass wir das dann machen und dass wir das in diesem System tun. Ja, dann habe ich es wenigstens verstanden. Daniel. Also ich glaube, mich erinnern zu können, als wir seinerzeit über diesen Paragraphen auch bei der sehr leichten und kurzen Erstellung unserer Satzung ja etwas diskutiert haben. Und ja, natürlich ging es darum, dass wir diese Arbeit im Prinzip so ein bisschen verschieben. Weil wir damals gesagt haben, als wir die Satzung geschrieben haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal ganz schnell so eine Satzung hinkriegen, aber wir kriegen jetzt diese Tool-Diskussion, die kriegen wir im Prinzip nicht abschließend hin. Schade ist, und da hat der Michel absolut recht, wir haben das halt innerhalb von anderthalb Jahren nicht geschafft, das irgendwie jetzt mal auf die Kette zu kriegen. Und zwar wir alle, also niemand von uns, auch diejenigen, die gerne schon Liquid Feedback benutzen, also auch ich. Wir sollten jetzt allerdings, oder für mich stellt sich hier tatsächlich die Frage, wollen wir das weiterhin? Wollen wir weiterhin irgendwie Liquid Feedback oder Ähnliches benutzen? Das können wir meinetwegen auch mit einem Meinungsbild oder irgendwie sowas abfragen. Wenn das positiv ist, dann sollten wir uns an der zweiten Stelle darüber Gedanken machen, was Toso eben gesagt hat, nämlich jemanden ausgucken, der sich dann nochmal intensiv damit auseinandersetzt und das Ganze voranbringt. In diesen Anforderungen an ein Liquid, was steht da? Anforderungen für den Liquid Democracy Systembetrieb sollten wahrscheinlich auch Dinge geregelt sein, die Kritikpunkte an explizit Liquid Feedback ist auch geil. Leck mich Feedback. Also wir lassen es bei Liquid Feedback. Die Kritikpunkte, die da immer wieder sind, die sollten wir darin natürlich auch genau regeln. Was also Delegationen angeht, Kettendelegationen, Verfall, hast du nicht gesehen. Das muss halt irgendwo geregelt werden, Björn, auch wenn du dir da irgendwie einen zurechtstöhnst. Das bringt ja nichts. Ja? Oder wir machen uns das leicht und sagen einfach, wir machen das mit den gleichen Regeln, wie es der Landesverband hat oder irgendwas, was die keiner von uns kennt, die Regeln. Also, ich möchte ein Meinungsbild haben, ob wir das weiterhin nutzen wollen. Und danach beauftragen wir den Michel damit, dass er sich darum kümmert, dass das gemacht wird. Was? Ja, weiterhin betrifft ja einige. Also es gibt ja tatsächlich so ein paar ganz krasse Leute von uns, die das gemacht haben, schon mit Liquid Feedback. Also der Kai hat das ein paar Mal gemacht, ich habe das gemacht. Doof ist, ich habe auch versucht, Delegationen einzurichten auf Fraktionsangehörige. Das, sagen wir mal, geht nicht. Das kommt aber raus, kaputte Delegationen. Kaputte Leute, kaputte Delegationen. Das passt ja. Daniel, das Meinungsbild, willst du das jetzt wirklich so oder kannst du das nochmal vielleicht auf den ersten Teil reduzieren, dass wir es kurz abfragen? Meinungsbild ist sehr einfach. Ich möchte wissen, möchtet ihr, ich fasse relativ konkret, möchtet ihr Liquid Feedback als System nach Paragraph 10 einsetzen? Also, ich hab ein Tool genannt, genau. Nochmal zur Sicherheit, ich habe ein Tool genannt, ganz bewusst sogar an der Stelle ein Tool genannt. Ich konkretisiere sogar weiterhin, möchtet ihr die Liquid Feedback Instanz des Landesverbandes als Tool gemäß Paragraph 10 Liquid Democracy
nutzen. Klammer auf, die genauen Regeln, Verfall, Delegation, hast du nicht gesehen, die können wir definieren. Da bin ich bei dir. Das war mit der gebrochenen Hand, wie der Ton. Da waren 12. Wir haben die ersten 15 Minuten sind um. Gibt es Widerstand, dass wir in die nächsten 15 Minuten gehen bezüglich des Tagesordnungspunktes? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann brechen jetzt die nächsten 15 Minuten an. Wenn dann jetzt keiner mehr was zu sagen hat, würden wir abstimmen. Machen wir die Satzungsänderungsanträge, die Abstimmung. Es gab vorhin keinen Widerstand dagegen, die gemeinsam abzustimmen. Jetzt hat der Michel doch noch was zu sagen. Kannst du mal auf 15 wieder? Das läuft jetzt einfach weiter. Ach so, ja, okay. Ja, Michel, du wolltest gerade was sagen. Ja, okay. Also nach dem Meinungsbild und nach der Diskussion, die ich ja nur anstoßen wollte, würde ich die laufende Nummer 12 und 13 zurückziehen und nur noch über 14 abstimmen, dann bleibt das erstmal in der Satzung drin und alles wird gut. Und wir sollten dann aber, und das ist der Zusatz, jemanden tatsächlich damit beauftragen, der Daniel sucht gerade schon aktiv und der das dann wirklich umsetzt. Zunächst muss ich fragen, ob jemand die beiden Änderungsanträge übernehmen will. Das ist nicht der Fall, dann ist jetzt Daniel dran. Ja, also ich stelle jetzt einen Antrag außerhalb der Satzungsänderungsanträge. Ich möchte, dass der Kai da, oder möchte vorschlagen, dass der Kai sich da den Hut aufzieht und da, wie wir das jetzt in vielen Bereichen gemacht haben, irgendwie eine Arbeitsgruppe, wie auch immer, auf die Beine bekommt, die sich eben um die Erfüllung dieses Paragraphens kümmert. Der Kai hat nicht schnell genug widersprochen übrigens. Frank und dann Kai. Ach so, ja, dann Kai. Ich auch nicht dazu, sondern zum nächsten. Ja. Wir reden jetzt über beide, aber der Elber ist was anderes. Ja, ich glaube auch, weil das hast du auch gleich probiert. Nee, weil sie nur das Elber schon informiert hat. 12, 13 und 14 sind nicht über 11. Paragraph 11 oder was? Paragraph, ja, Paragraph 11. Frank? Wir reden jetzt inhaltlich hier zum 14, Punkt 14, weil das geht jetzt nicht, dadurch, dass 12, 13 zurückgezogen sind, können wir 14 nicht machen. Also den müssen wir dann auch zurückziehen und nächste Mal oder so, das funktioniert halt nicht. Weil der 14er nur einen Paragraph 11 ersetzt, dann hätten wir einen Paragraph 10 noch drin. Du hast vollkommen recht, wir behandeln Daniels Antrag. Kannst du es nochmal, bevor, hat Tose noch eine Ergänzung zu dem Antrag? Genau, vielleicht beauftragen wir jetzt den Kai, sich um die Realisierung dieses Liquid Feedback Abstimmungs-, Meinungseinholungsdings für uns zu kümmern und stellen so lange diese Anträge zurück, bis der Kai dann mit Erfahrung wieder in diese Runde tritt und sagt, so und so können wir das machen. Und das wäre die Vorlage, um das auch zu ändern. Damit meinst du die Anträge Nummer 12, 13 und 14. Ist das richtig? Ja. 12, 13 und 14. Gut. Rückstellung von 12, 13, 14 als Ergänzung zu Daniels Antrag. Michel hat da auch noch eine Ergänzung zu. Ja, 12, 13 sind ja schon zurückgezogen, also können wir sie nicht zurückstellen. Ich ziehe dann auch Nummer 14 zurück, weil in Nummer 14 weiterhin diese Anforderungen für den Liquid Democracy Systembetrieb stehen. Ich würde dann im Folgenden einen neuen Änderungsentwurf dazu, ohne diese Formulierung einbringen. Gut, dann kommen wir jetzt zu Daniels Antrag, die Beauftragung von Kai, sich um die Umsetzung von Liquid Feedback hier für die Fraktion zu kümmern. Gibt es da Widerstand? Dann bitte jetzt. Es gibt auch von Kai keinen Widerstand, das finde ich beruhigend. Damit ist der Antrag so angenommen. Herzlichen Dank, mein Wikipedia-Profil füllt sich. Damit, da 12, 13, 14 jetzt zurückgezogen sind, Michel, kommen wir jetzt zu deinem Änderungsantrag Nummer 15 zu Paragraph 10. Bitte schön. Ja,
Hilfsweise wäre jetzt 9a, weil wir ja 10 noch haben, weil wir ja nichts geändert haben. Einführung eines neuen Paragraphen für die Arbeitskreise. Da geht es darum, wer ist stimmberechtigt in den Arbeitskreisen, wer darf teilnehmen, wie sind die Sitzungen öffentlich, tralala, und was sind, und das Protokoll anzufertigen sind, wer da war, was beschlossen wurde und dass die unverzüglich zur Verfügung gestellt werden sollen. Wir haben bis jetzt die Arbeitskreise nicht geregelt. Meiner Meinung nach sollten wir, auch wenn die Arbeitskreise bis jetzt ganz gut laufen, eine Regelung einführen, denn solche Regelungen sind ja immer dafür da, was passiert im Streitfall. Und ich hatte auch schon ein, zwei Mal den Fall, dass ich gesagt habe, wo ist denn das Protokoll von meinem Arbeitskreis? Und dann hieß es, naja, wir haben keins gemacht, wir haben ja nur über zwei Sachen gesprochen. Dann habe ich gesagt, über was, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Das ist halt eher suboptimal für die Leute, die da wirklich dran teilnehmen müssten. Oliver. Ich finde es schön, das zu regeln, das mit den Protokollen auch, vor allem, also im Grunde das mit den Protokollen. Habe aber zwei Fragen hierzu. Einmal, haben wir überhaupt Abstimmungsmöglichkeiten in Arbeitskreisen? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gefragt. Kann es sein, dass wir so einen ähnlichen Punkt schon mal hatten? Also haben wir überhaupt Abstimmungen in den Arbeitskreisen, die nachher relevant sind? Ich glaube nicht. Das heißt immer nur, haben wir in den Arbeitskreisen darüber gesprochen. Also brauchen wir diese ganze Sache mit den Stimmberechtigungen eigentlich nicht. Und hier steht, von den Arbeitskreisen sind über die Anwesenheit ihrer Mitglieder. Ich glaube, wir haben auch nirgendwo definiert, wer eigentlich Mitglied in einem Arbeitskreis ist. Sind das nur die MDLs oder sind das auch die, Referenten? Olaf? Ja, es geht da eigentlich in dieselbe Richtung. Also ich finde es, stimmberechtigt sind, also als ich das hier gelesen habe, bin ich jetzt erstmal von ausgegangen, Mitglieder sind nur die MDLs. Und dann habe ich wirklich mit der Sache von der Stimmberechtigung meine Probleme. Ich finde es zurzeit sehr gut, wie es bei uns teilweise läuft, dass nämlich eben genau die Mitarbeiter Stimmrecht haben. Es sind nur Empfehlungen. Ich weiß auch, dass es keine Relevanz hat. Und ich würde sagen, das sollen die Arbeitskreise regeln. Von mir aus geben sich die Arbeitskreise eine eigene GO oder was. Ich weiß nicht, warum jetzt die große Gruppe, kleinen Gruppen, vorschreiben soll, wie sie zu arbeiten haben, wenn die kleinen Gruppen nicht alle sagen, wir wollen die Regel. Wenn es einzeln nur eine Gruppe gibt, die das sagt, nee, eigentlich lieber nicht, dann kann sich jede Gruppe meiner Meinung nach selber Regeln geben, in Absprache, und das muss dann nicht von oben aufdiktiert werden. Muni? Das sehe ich nicht ganz so, weil ich möchte schon wissen, wer da abstimmt. Denn wenn ich in der Fraktion eine Beschlussempfehlung bekomme, dann möchte ich schon wissen, ist das eine Beschlussempfehlung der MDL oder ist das eine Beschlussempfehlung mit Referenten oder haben da möglicherweise so auch persönliche Mitarbeiter mit abgestimmt. Ich möchte einfach wissen, wer diese Entscheidung getroffen hat, wie immer sie dann zustande kommt. Aber ich finde, wir brauchen schon eine Regel, dass hier jeder weiß, wer war denn jetzt eigentlich dieser Kreis, der da eine Zustimmung gegeben hat. Das würde ich wirklich gerne wissen. Daniel. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. So ein bisschen hat Olaf eigentlich schon recht mit dem, was er sagt. Dennoch ist da, glaube ich, dann das Problem tatsächlich dahinter, das, was Moni dann sagt. Du weißt halt dann nicht, wer war jetzt da in dem Arbeitskreis wirklich an dem Beschluss beteiligt. Ich finde das gut, wie wir das in unserem gemeinsamen Arbeitskreis auch machen. Da gibt es an sich keinen Unterschied an der Stelle, ob da jetzt ein MDL irgendwie eine Meinung von sich gibt oder auch jetzt sich positiv oder negativ für irgendetwas entscheidet. Ich würde befürworten, wenn wir das in allen Arbeitskreisen so hätten, dass zumindest die Fachreferenten da ein aktives Stimmrecht haben. Bei den persönlichen Mitarbeitern wird es vielleicht ein bisschen schwierig, müsste man drüber diskutieren. Was ich sagen will zum Satzungsänderungsantrag ist jedenfalls, dass ich dir darum bitte, den so wie er jetzt da steht, abzulehnen, weil wir da, glaube ich, tatsächlich nochmal eben drüber diskutieren müssen, was wir da tatsächlich wollen. Was Protokolle und so angeht, ja, lässt sich auf jeden Fall irgendwie sinnvoll, glaube ich, gestalten. Olli hat allerdings gerade auch schon wichtig gesagt, so richtig verbindliche Abstimmungen fällen wir ja eigentlich gar nicht in den Sitzungen. Nichtsdestotrotz kann es ja nicht schaden, dieses Abstimmungsergebnis da irgendwo festzuhalten. Das muss sicherlich gar nicht so namentlich oder sowas erfolgen,
aber so ein 10 zu 3 hat vielleicht eine andere Gewichtung als ein 6 zu 5 oder irgendwie sowas, ja. Von daher bitte jetzt ablehnen, aber die ganz klare Bitte, jemand, TM, müsste diesen Satzungsänderungsantrag nochmal umformulieren. Ja, zurückstellen, vielleicht einfach auch nochmal separat irgendwie mit aufnehmen oder sowas. Michel? Ja, zwei Dinge. Einmal, die Satzung regelt das Verhalten der Fraktion und nicht der Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich hier über Mitglieder rede, dann sind Mitglieder eines Arbeitskreises, die daran tatsächlich teilnehmen müssen, laut Satzung natürlich nur die MDL. Ja, klar. Laut Arbeitsrecht, tralala, sind das dann halt die, Toso, hör mal weg, sind das halt die Mitarbeiter. Aber laut Satzung sind das natürlich die MDL. Zur Stimmberechtigung für Fachreferenten würde ich gerne noch eins sagen. Ich habe da meine Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also zwei Gründe. Der eine Grund ist relativ banal. Ich habe die Angst, dass sich jemand hinter der Meinung des Fachreferenten versteckt, also hinter seiner Abstimmung versteckt, nicht hinter seiner Meinung, und die eben nicht übernimmt, sich nicht überzeugen lässt und dann aus Überzeugung abstimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, da scheint sich auch ein bisschen, zumindest bei den Leuten, die dafür jetzt sich ausgesprochen haben, bei dir, Daniel, ich weiß, dass du mal anders argumentiert hast, einen Meinungswandel vollzogen zu haben. Also Politik machen wir 19 und nicht die Fachreferenten. Und wenn ich in so einem Arbeitskreis bin, dann hat der Fachreferent auf jeden Fall natürlich Rederecht. Und wenn der mit seinen Argumenten mich nicht überzeugt hat, dann fände ich es auch ein bisschen komisch, wenn da zwei Fachreferenten sitzen, die gegen meine Meinung stimmen in diesem Arbeitskreis und wo ich hinterher ein Abstimmungsergebnis habe, wo dann 10 zu 3 steht, aber die drei Leute, die dagegen waren, waren die MDL, nur als Beispiel. Politik machen hier wir und deswegen sind stimmberechtigt auch MDL und nicht die Fachreferenten. Die haben zuzuarbeiten, die haben zu erklären, die haben zur Not auch zu überzeugen, wenn sie der Meinung sind, der MDL ist völlig begriffsstutzig und versteht die Materie nicht, aber abzustimmen haben tatsächlich, um Politik zu machen, haben tatsächlich die MDL. Joachim. Also, wenn ich das richtig interpretiere, man korrigiere mich da bitte, dann haben diese Arbeitskreise, stimmen ja eigentlich nichts ab. Und da können wir von daher auch machen, was wir wollen. Beschlüsse, was Anträge angeht, fast eigentlich nur die Fraktion. Von daher Rederecht bei den Referenten, ja. Wir haben immer gesagt, wir sind basisdemokratisch. Es ist schon interessant für die Fraktion zu wissen, wie innerhalb eines Arbeitskreises, auch wenn man nicht da war, wenn man da vielleicht nicht reingehört oder nicht konnte, eine Beschlussempfehlung zustande gekommen ist. Wir haben im AK3 eigentlich immer konsensorientiert gearbeitet und im Zweifelsfall, das hat bis jetzt geklappt, das muss nicht heißen, dass das immer so ist, so lange diskutiert, bis wir eine Einhelligkeit, was die Beschlussempfehlung an die Fraktion angeht, herstellen konnten, uns da Regeln zu geben, wenn wir das tun. Ich lehne erstmal wieder, Daniel würde empfehlen, den erstmal abzulehnen, so wie er da steht, den Satzungsänderungsantrag. Aber dann müssen wir auch namentlich festhalten, wer in welchem AK welche Rechte hat, wenn wir das dann noch weiter regulieren wollen. Das können wir gerne machen, da habe ich im Prinzip nichts dagegen, aber nicht so wie da. Wie gesagt, für mich hat ein Arbeitskreis nur, in Anführungszeichen, nur den Sinn und die Aufgabe, zur Willensbildung der Fraktion beizutragen. Beschlüsse im eigentlichen Sinn, wie Ausschussbeschlüsse im Landtag oder so, sind das nicht. Von daher würde ich wirklich auch noch dafür votieren, wenn wir das in der Satzung festhalten wollen, so frei wie möglich auch mit den Mitarbeitern da umzugehen. Mit den Referenten wohlgemerkt. Persönliche Mitarbeiter ist wieder dann nochmal eine andere Sache. Da würde man dann wohl unterscheiden müssen. Toso. Lässt sich eigentlich einfach lösen, indem man sagt, jeder hat da durchaus die Möglichkeit, ein Votum abzugeben. Man schreibt das halt oder protokolliert das nur einfach entsprechend. Ne? Also man sagt halt, waren 4 Abgeordnete anwesend, das Ergebnis war 3-1, es waren so und so viele Referenten anwesend, das Ergebnis war entsprechend. Und persönliche Mitarbeiter das Gleiche. Wobei bei persönlichen Mitarbeitern muss man halt immer noch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis dabei sehen. Ganz einfacher Punkt. Also von daher würde ich dafür plädieren, dass wir eine entsprechende Protokollierung nach Gruppenzugehörigkeit vornehmen. So, die zweiten 15 Minuten sind um. Ich gehe mal davon aus, es gibt keinen Widerstand, dass wir weitermachen mit den Satzungsänderungsanträgen. Sehe ich nicht. Dann ist jetzt der nächste Redner, der Olaf.
Ja, hat Tose eigentlich schon gesagt, ich würde auch sagen, klar, ich verstehe das Bedürfnis, dass man wissen möchte, wer mir die Empfehlung gibt. Und dann muss das eben eigentlich protokolliert werden. Und das ist ja auch teilweise hier schon geschehen, dass sehr, sehr ausgiebig gesagt worden ist, wer für was in irgendwelchen AKs gestimmt hat. Michel. Ja. Auch. Also ich finde es gut, was Herr Toso gerade gesagt hat. Ich sehe das allerdings in ganz klarem Gegensatz zu dem, was Olaf gesagt hat. Nochmal zu dem Satz von Olaf. Olaf hat gesagt, naja, wir sollten hier nichts regeln, soll doch bitte jeder sich seine eigenen Regeln geben. Also jeder Arbeitskreis in dem Fall. Ich wollte die Arbeitskreise deswegen vor allen Dingen geregelt haben, weil sie nun mal auch in der GO des Landtags drinstehen, weil sie im Gesetz drinstehen. Da steht nämlich, dass an den Arbeitskreisen man pflichtig teilnehmen muss, wenn ihr euch richtig erinnert. Ich wollte die Arbeitskreise da einfach mal definiert haben. Wenn natürlich jetzt hier Konsens darüber besteht, dass Referenten abstimmen dürfen, dass man definieren muss, wer die Mitglieder sind, dass man Abstimmungen namentlich macht, dann würde ich den Satzungsänderungsantrag auch jetzt zurücknehmen und dann neu stellen. Deswegen würde ich jetzt einen Antrag stellen, ob es Widerstand dagegen gibt, dass ich diese drei Punkte, die ja jetzt als Kritikpunkte genannt wurden, einbaue und dann den Antrag einfach beim nächsten Mal wieder stelle. Bitte. Ich habe da vielleicht so ein bisschen so eine andere Sichtweise. Ich sehe das so, der Arbeitskreis gibt ein Votum an die Fraktion ab. Ja, das heißt, dort hat man sich damit beschäftigt. Wer da wie abgestimmt hat, interessiert mich persönlich nicht. Und wenn da auch Basispiraten dabei sitzen oder persönliche Mitarbeiter oder ein Arbeitskreis der Partei und die bringen sich auch in diesen Prozess mit ein und die stimmen dann als Arbeitskreis hier dann für oder gegen etwas, dann nehme ich das erstmal als Votum hin. Ja, die erste quasi Gewissensinstanz ist dann hier die Fraktionssitzung und die endgültige Gewissensinstanz für mich als Mandatsträger ist dann im Endeffekt im Plenum. Ich setze mich dafür ein oder ich würde dafür plädieren, dass man das den Arbeitskreisen tatsächlich selbst überlässt, wie sie denn ihr Votum abgeben. Das wäre am flexibelsten und ich denke, das würde auch den Aufwand gering halten. Wenn wir jetzt anfangen, da wirklich zu protokollieren und abzustufen, persönliche Mitarbeiter haben so abgestimmt, Referenten haben so abgestimmt und die anwesenden MDL haben so abgestimmt, dann ist es ein riesen Arbeits-Overhead, auch Protokollierungs-Overhead, den eigentlich keiner so haben will. Insofern lasst es uns möglichst offen gestalten und habt auch Vertrauen in unsere Arbeitskreise, denn ihr nehmt ja selber dran teil. Direkt jetzt auch noch zu Michels Antrag, dann wäre das Olaf und dann Daniel Schwert. Ich würde auch zu dieser Sache, es ist nicht nach, das ist der Vorschlag von Tose hatte ich nicht nach namentlicher Abstimmung verstanden, sondern dass die Gruppen einzeln erfasst werden. Das ist ein Unterschied, ob ich namentliche Abstimmung mache oder diese drei Gruppen. Oder für mich ist auch noch die vierte Gruppe nicht, also hier Leute von außen noch mit reinnehme. Ich persönlich brauche das auch nicht. Mir ist es auch egal, ich komme auch so mit dem Votum klar, ich brauche es nicht. Ich kann nur nachvollziehen, wenn das Leute haben wollen. Das ist so die Sache dabei. Das wäre dann natürlich hier eine Entscheidung, die einfach in der Abstimmung getroffen werden muss, wenn es die Mehrheit so möchte. Da müssen wir uns einfach mit diesem Overhead anfreunden, auch wenn ich es nicht gerne täte. Dann würden wir jetzt Michels Antrag abstimmen. Kannst du den bitte noch einmal formulieren? Oder steht er da schon? Nee, sehe ich gerade nicht. Doch, da haben wir schon neu zu stellen. Ja, also ich würde den Antrag, also ich frage, das ist jetzt schwierig, eigentlich hätte ich ein Meinungsbild im Kopf, aber ich muss jetzt die Widerstände abfragen. Also ich frage dann ab, ob es Widerstände dagegen gibt, dass ich den Antrag zurückziehe, dann mache ich so, beim nächsten Mal wieder einbringe und dann entsprechend das modular so mache, dass wir dann auch noch darüber abstimmen können, wollen wir das so haben, wie Toso gesagt hat, oder wollen wir das so machen, dass wir das offen halten. Okay, gibt es dagegen Widerstände? Das ist
Nicht der Fall, damit ist das so dann angenommen. Dann ziehe ich den Antrag jetzt zurück und bringe ihn beim nächsten Mal wieder ein. Bis in einem halben Jahr dann. Ja. Gut, kommen wir jetzt zum Änderungsantrag 16, Paragraph 12, parlamentarische Initiativen. Michelle, bitte. Ja, also da geht es darum, wir haben im Moment in der Satzung stehen, dass es parlamentarische Initiativen geben kann, die auf Beschluss eines Arbeitskreises zurückgehen, dass dann die Initiative allen anderen Arbeitskreisen zur Kenntnis gegeben werden muss und dem Fraktionsvorstand. Und es darf kein Veto aus der Fraktion geben. Das haben wir meines Wissens nach nie so gemacht. Deswegen habe ich auch geschrieben, ist das Kunst oder kann das weg? In der Begründung, die man jetzt da auf dem Monitor nicht lesen kann. Ich behaupte, das ist weder Kunst, noch haben wir das so gemacht. Und deswegen kann das tatsächlich weg. Weil wir besprechen eh alles hier in der Fraktionssitzung. Wortmeldung dazu? Okay, dann stimmen wir das jetzt wieder konventionell ab. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dafür, dass das so gestrichen wird, wie Michelle das vorschlägt? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig, vielen Dank. Dann kommen wir zu Nummer 17. Michelle? Ja, hier geht es um den Absatz 4 des Paragraphen 12. Ich bin Freund von Deregulierung, steht da wieder in der Begründung. Wir müssen uns eh nach der Landtags-GO regeln, nach der Landtags-GO richten. Von daher müssen wir die Regeln nicht nochmal zusätzlich in die Satzung schreiben. Das Einbringen kleiner Anfragen richtet sich nach der Geschäftsordnung. Na toll, das muss sie sowieso. Also von daher auch da weg. Wortmeldung dazu sehe ich nicht. Dann können wir das direkt abstimmen. Wer ist dafür, dass dieser Absatz so gestrichen wird? Dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Kommen wir dann zu Nummer 18, Bezug auf Paragraph 13, Abstimmungsverhalten in Plenar- und Ausschusssitzungen, Redezeiten. Michelle. Ja, also laufende Nummer 18 ist ganz einfach. Da steht zweimal die Piratenpartei NRW drin. Ich würde sie einmal rausstreichen. Das ist im Grunde nur Verbesserung des Leseflusses. Redebeiträge dazu? Sehe ich keine, dann stimmen wir das ab. Wer ist für den Änderungsentwurf von Michelle? Bitte um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Dankeschön. Nummer 19. 19 und 20 ziehe ich zurück. Zieht der Michelle zurück? Genau, möchte jemand übernehmen? Bist du nicht vorbereitet? Natürlich. Haben wir das übernehmen? B würde es auch keinen Sinn machen, weil es sich auf die Streichung der Paragraphen bezieht, die nicht gestrichen. Verrückt. Ja. Will keiner übernehmen, weil macht ja auch keinen Sinn. Kommen wir zu Nummer. Anträge nicht zu übernehmen, nur weil sie keinen Sinn machen. Ja, gut, das haben wir auf dem BPT auch anders. Das stimmt. Danke, Dirk, dass du einträgst. Das klingt aber so schick. Hast du gehört? Dirk übernimmt die Anträge. Okay. Kommen wir zu Nummer 21, Bezug auf Paragraph 15, Fraktionsvorstand, Michelle. Den ziehe ich auch zurück. Den hatte ich hier schon gestrichen. Das war die Diskussion mit Moni um den Haushaltsplan, der ja dann doch vorlag. Nein, das hat nichts mit Verlieren zu tun. Ich habe sehr viel gewonnen dadurch. Nummer 22. Ja, das ist wieder eine redaktionelle Änderung, ganz einfach, da ist ein Fragezeichen mitten im Satz, in der Satzung, das gehört da weg. Von daher, ich nehme das wieder, ich mache das wieder einfach so ohne Abstimmung, alles gut. Fragezeichen raus, 23. Geht das so, dass wir sowas Gravierendes in der Satzung ändern, einfach so? Okay, ich nehme das jetzt mal so hin. Wer da öffentlich? Vielleicht? Daniel? Oh. Jetzt. Ja, ich habe dazu Redebedarf. Ich denke, dieses Fragezeichen ist auch ein gewisses politisches Statement, was wir wahrscheinlich seinerzeit damit verbunden hatten, oder? Irgendjemand wird vielleicht... Nein? Okay, ich ziehe zurück. Danke. Dann kommen wir... Dann kommen wir jetzt zu 23. Nee, sollen wir nicht abstimmen darüber?
Willst du wirklich? Ja, komm, wir stimmen ab. Nummer 22, wer ist dafür? Birgit auch? Glück hast du treu. Okay. Dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Willkommen zu Nummer 23. Bitte, Michelle. Ja, 23 geht es um die Vertretung des Vor-, Entschuldigung, des 23 geht es um die Vertretung der Fraktion durch ja, zwei Mitglieder, steht in der alten Version. Ich behaupte, außergerichtlich wird nun mal die Fraktion durch die PGF vertreten. Das ist einfach nicht praktikabel, dass da der Geschäftsführer, der Vorsitzende mit in die PGF-Runde geht. Und von daher sollte das im Grunde genommen weg, weil das Wichtige ist ja die Finanzen. Und die Finanzen, da haben wir sowieso eine Regelung in der Finanzordnung. Und deswegen müssen wir es hier in der Satzung nicht für die politischen Belange stehen haben. Toso, bitte. Ja, zusätzlich überträgt ja die Fraktionsversammlung dem Vorstand diese Aufgabe. Der Vorstand kann das, wenn er dann will, auch noch selber regeln, wie er das ausgestalten möchte. Was? Dirk? Das wegzulassen ist dann, also jetzt im Landtag, das ist eine Sache, aber das ist dann wirklich für Geschäftsabschlüsse und so weiter, wird das dann schwierig, weil dann alle Vorstandsmitglieder auf einem Vertrag unterschreiben müssen. Ja, okay, okay. Das habe ich dann. Frank? Ich sehe wirklich nicht die Notwendigkeit, das zu streichen. Das ist eine völlig, also es gibt alle möglichen Vertretungsnotwendigkeiten, nicht nur jetzt unterschreiben von einem Auftrag oder sowas, wo direkt eine Zahlung mit verbunden ist. Ich würde das drinstehen lassen, weil der Vorstand vertritt einfach die Fraktion. Meine Frage. Michelle und dann Olaf? Ich hätte gern ein Beispiel für alle möglichen Vertretungsarten. Darf ich direkt? Darf der Frank direkt antworten, Olaf? Ja, ja. Kriegst du nächste Woche von mir. Olaf? Also, das ist eine Sache, die mir, also eigentlich gefällt mir die alte Regelung mit zwei, also ne, Vier-Augen-Prinzip ist immer eine gute Sache. Die Frage, die ich eigentlich aber dann mal habe, ist an den Vorstand, gab es in der Vergangenheit wirklich Probleme aufgrund des Vier-Augen-Prinzips und wenn ja, waren die wirklich gravierend, so dass man das hier ändern sollte? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass es nur für, genau, das ist ja jetzt eine Frage, die ich auch von außen gar nicht so sehr beurteilen kann, ob das bremst oder wie sehr das bremst. Tuso? Genau das ist eben der Punkt, dass Michelle das hier vereinfacht, um es einfach ohne weitere Regelung an den Vorstand zur Selbstorganisation zu übergeben. Weil es gibt da durchaus praktikable, es gab auch unpraktikable Geschichten bei Überweisungen beispielsweise bis zu einem gewissen Grad. Ne? Was auch wieder in der Finanzordnung geregelt ist, völlig richtig, aber es gibt halt auch so schon mal unpraktikable Geschichten. Ne? Und da ist halt die Frage, möchten wir dem Vorstand das jetzt verantwortungsvoll übergeben oder möchten wir diese Vier-Augen-Regelung explizit noch mal festschreiben für alles? Wolltest du gerade noch was sagen dazu, Moni? Nein. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir jetzt die Nummer 23 ab. Wer ist für diese Änderung? Bitte ich um das Handzeichen. Wir kommen zu Nummer 24. Michelle. Ja, Nummer 24. Es geht um ergänzende amtsbezogene Zahlungen.
Wir haben die seinerzeit in die Satzung geschrieben, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen würden. Wir haben uns dagegen ausgesprochen hinterher. Das wurde meines Wissens nach, das können dann Moni und Joachim nur beantworten, auch noch nie in Anspruch genommen. Laut Theorie müssten wir dafür Rücklagen gebildet haben, weil wir darüber nie einen Beschluss gefasst haben. Das kann ersatzlos gestrichen werden. Die Rücklagen können aufgelöst werden. Alles wird gut. Wir wollen das nicht und deswegen kann es auch raus aus der Satzung. Du hast da eine Verständnisfrage? Nicht? Ich habe meinen Ding hier weg. Ich kann das nicht lesen. Moment. Hier. 24. Gibt es dazu weiteren Redebedarf? Das sehe Frank, hat noch Redebedarf. Ja, ich bin davon nicht betroffen. Ich sage das jetzt mal, wir haben das bisher vermieden, diese Entscheidung wirklich zu fällen. Das tun wir dann anscheinend jetzt. Die Verfassungswidrigkeit ist nicht gegeben. Das sollte jetzt hier auch nie als Argument angeführt werden. Man kann das streichen. Man kann es aber auch drin lassen, weil hier geht es ja nur, darum, dass so eine Regelung an anderer Stelle getroffen wird und nichts mehr. Also, und damit haben wir eigentlich mal gezeigt, dass wir uns nicht grundsätzlich gegen sowas ausgesprochen haben, sondern wir haben es an anderer Stelle noch nicht geregelt. Es ist aber nicht grundsätzlich, dass wir uns dagegen ausgesprochen haben. Das würden wir jetzt tun. Und ich denke, wir sollten das so drin lassen. Michel? Ich kann das auch nochmal laut sagen. Also wir sagen zwar in der Satzung, das würde die Finanzordnung regeln. In der Finanzordnung haben wir aber keine Regeln getroffen. Wir hatten seinerzeit einen Antrag dazu, diese Regelung zu treffen. Das haben wir nicht getan. Und damit haben wir uns meiner Meinung nach dagegen ausgesprochen, diese Sonderzahlung zu leisten. Und dann kann auch der Verweis in der Satzung auf die Finanzordnung weg, weil in der Finanzordnung steht es halt nicht. Frank? Wir haben so viele Sachen noch nicht geregelt, die wir noch regeln müssen. Und dazu gehört das sicherlich auch, dass das in der Finanzordnung noch geregelt werden muss. Moni? Ja, weiß ich nicht, aber für mich ist das Thema doch durch. Also es ist doch, das diskutieren wir doch gar nicht mehr. Insofern muss ich das nicht in der Satzung stehen haben. Sollten wir uns das einfallen, schreiben wir es halt in einem 2 Jahren oder wann auch immer in die Satzung wieder rein. Aber im Moment brauchen wir es einfach nicht. Es ist über, fertig. Genau, das kann man ja auch alles wieder ändern. Dirk. Also das können wir dann vielleicht nach der Abstimmung machen. Ich würde gerne noch mal was zum vorherigen Punkt sagen, weil das Problem halt nicht gelöst ist, was ich gerade gesagt habe. Aber das können wir dann gleich machen. Dann machen wir das nach der Abstimmung. Gibt es jetzt noch Wortbedarf, Redebedarf zu 24? Genau. Dann stimmen wir jetzt über Nummer 24 ab. Wer ist dafür, dass das so gestrichen wird, wie Michel das vorschlägt? Okay, das sind alle außer Joachim. Joachim, wer ist dagegen? Das ist Joachim. Enthält sich sonst noch jemand? Habe ich nicht gesehen. Nein, dann ist das so angenommen. Das hat sich inzwischen geklärt. Gut, dann kommen wir jetzt zu Nummer 25, zu Paragraf 19, ergänzende Regelungen. Bitte, Michel. Ja, wir haben irgendwann mal geschrieben, wir geben uns eine Wahl- und Geschäftsordnung, die der Satzung nicht widersprechen darf. Unsere GO ist die Satzung, von daher kann die GO aus diesem Paragrafen da raus. Ich sehe keinen Redebedarf, dann können wir das direkt abstimmen. Wer ist dafür? Ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Ich habe jetzt auf der nächsten Seite wieder die Nummer 1. Ach so. Ah ja, genau. Nummer 1 aus der Wahlordnung zu Paragraph 2 Abstimmungen. Bitte. Ja, also wir haben in Paragraph 2.8 stehen, bei öffentlichen Abstimmungen wird das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten namentlich protokolliert. Das muss in Paragraph
2.3 nicht auch nochmal stehen. Das ist mein Änderungsentwurf, den wir so nie abgestimmt haben. Allerdings hat irgendjemand die Wahlordnung auf der Seite schon entsprechend geändert. Das möchte ich hinzufügen. Also dieser Satz, das Abstimmungsverhalten wird namentlich protokolliert, kann da eigentlich weg, weil es in 8 sowieso geregelt ist. Ich sehe keinen Redebedarf, dann können wir das direkt abstimmen. Wer ist für diese Änderung? Das ist einstimmig, dann ist das so angenommen. Zu Nummer 2. Moment, ganz kurz bitte. Ja. Wir sind jetzt auf der Seite 13, wenn ich das richtig sehe, Nummer 7. Ist das richtig, Michelle? Oder ist davor noch ein? Nee, noch weiter. Ein weiter. Okay. Wir sind jetzt auf der Seite 14. Das ist auch schon wieder Wahlordnung. Da ist die Nummer 1. Auf der Seite 14 ist Wahlordnung. Auf meiner Seite 14 ist Wahlordnung. Also da steht auch so, dass der Geld eine Wahlordnung. Habe ich das nicht geändert? Das muss natürlich Finanzordnung. Dann hat sich das geklärt. Wir sind also auf Seite 14, das ist richtig. Und bei die Nummer 1, zweitens Aufstellung des Haushaltsplans. Michelle, bitte. Ja, auch da bitte ich zu bedenken zu geben, von wann dieser Änderungsantrag stammt. Wir hatten uns seinerzeit die Regel gegeben, dass bis zum 15. März des Jahres ein Haushaltsplan vorgelegt werden muss, das war nicht passiert. Auch da war es halt wieder, wenn wir uns nicht an die selbst auferlegten Regeln halten, dann können wir sie auch streichen. Die Frage ist jetzt tatsächlich, ob man das nicht einfach stehen lassen sollte, damit im nächsten Jahr bis zum 15. März ein entsprechender Haushaltsplan vorliegt. Ich gehe davon aus, dass das inzwischen möglich ist und würde deswegen ja, tatsächlich relativ schnell Abstimmung und dann entsprechend Ablehnung empfehlen. Moni? Ich finde wichtig, dass das da stehen bleibt, weil das einfach ein Zieldatum ist für die, die dran arbeiten, wobei ich das fürs nächste Jahr, wenn die Situation so ist, wie sie ist, einfach auch nicht garantieren kann, dass es tatsächlich zu dem Stichplan perfekt da ist. Wir werden uns aber da bemühen, dass das so ist. Aber ich glaube, das ist prinzipiell wichtig, dass es bis dahin vorliegt. Deshalb würde ich es gerne drin stehen lassen. Hat ja auch letztes Jahr geklappt, war ja auch gut. Gut, kein weiterer Redebedarf mit der Abstimmungsempfehlung. Dann ziehe ich den Antrag einfach zurück. Oder so. Das ist einfach. Das ist dann noch leichter, super. Der Antrag ist zurückgezogen. Dann kommen wir zu Nummer 2, drittens Verantwortlichkeiten. Ja, da steht ein Fraktionsgeschäftsführer, das muss ein G gestrichen werden, ist redaktionell, mache ich wieder so. Hey, ich bastel nicht einfach in der Satzung rum, Entschuldigung. Soll ich direkt Nummer 3 machen? Ja. Gut. Ja, wir haben hier stehen, dass die Geschäftsführung vom parlamentarischen Geschäftsführer und einem oder mehreren hauptberuflichen Fraktionsgeschäftsführern wahrgenommen wird. Das steht in Konflikt zu § 16.1 der Satzung und ist damit auch doppelt und über. Was steht denn in § 16? Ja, das lese ich auch gerne nochmal vor. Ich muss hier wieder zurück. Ach. Zip. So. Blätter. Also § 16 regelt die Geschäftsführung. Da steht als erster Satz, die Geschäftsführung wird vom parlamentarischen Geschäftsführer und einem hauptberuflichen Fraktionsgeschäftsführer wahrgenommen. In der Finanzordnung steht dann einem oder mehreren. Ja, wir haben einen, von daher meine ich, dass diese Regelung weg kann. Es steht schon in der Satzung.
Redebedarf? Sehe ich nicht. Dann können wir das direkt abstimmen. Wer ist dafür? Das ist einstimmig. Dann kommen wir zu Nummer 4, zu drittens Verantwortlichkeiten. Ja, hier geht es um Aufträge mit finanziellen Auswirkungen. Jetzt muss ich eben gucken, wo das hier überhaupt steht. Genau, ist der letzte Satz im ersten Absatz. Es gibt einen Punkt 2, Satz 6. Für Ausgaben, die im Auftrag der Fraktion wahrgenommen werden sollen, ist beim Fraktionsvorstand ein Finanzantrag in Textform vorzulegen. Anzeigen ist nicht gleich beantragen und deswegen sollte das Anzeigen weg, denn es muss ja sowieso beantragt werden. Gibt es dazu Redebedarf? Sehe ich nicht. Dann können wir das abstimmen. Wer ist dafür? Das ist einstimmig. Und so kommen wir schon zu Nummer 5. Da gab es eine freundliche Anregung von Dietmar seinerzeit, der gesagt hat, so wie es da steht, verfügungsberechtigt ist die Geschäftsführung bis zu einem Betrag von 5.000 Euro, der Fraktionsvorstand bis zu einem Betrag von 15.000 Euro. Da sei kein Zeitraum geregelt, das könnte also auch jährlich heißen. Von daher fügen wir bitte einen je Einzelfall an und alles wird gut. So, kein Redebedarf, wir können das direkt abstimmen. Wer ist dafür? Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Auch das ist einstimmig. Super. Wehe. Jetzt Nummer 6, zu viertens Transparenz und Kontrolle. Ja, auch hier haben wir wieder das mit den Regeln, die man nicht umsetzt. Wir haben seinerzeit mal gesagt, wir wollen alle Angebote veröffentlichen. Dann kam das mit der Webseite. Da war dann das Problem, dass es hieß, naja, das wollen aber die Anbieter nicht. Die Frage ist tatsächlich, ob wir das so machen. Das heißt, dass wir jedes Mal, wenn wir ein Angebot über 50 Euro einholen bzw. 1.000 Euro pro Rechnung, veröffentlichen wir diese Angebote. Meiner Meinung nach tun wir das nicht. Ich habe es zumindest noch nirgendwo gefunden. Von daher können wir dann die Regel auch streichen. Und der Daniel darf mich jetzt trollen. Ja, Michelle hat natürlich vollkommen recht. Wir tun das bislang nicht. Er macht aber Tolles, er erinnert uns gerade daran, dass wir das eigentlich tun wollten. Und so, wenn ich das gerade nochmal so nachlese, finde ich das eigentlich nach wie vor gut. Der Frank nickt fleißig mit dem Kopf und ich bin der Meinung, wir sollten das drin lassen, möglicherweise anpassen, ne, aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ob die Bagatellgrenze zum Beispiel noch richtig gewählt ist oder auch die Rechnungsgrenze, weiß ich nicht. Ich bitte darum, den nochmal zurückzustellen und dass wir darüber vielleicht nochmal diskutieren, wie wir das machen könnten. Vielleicht auch mit denen, die einfach auch hier mit Rechnungsstellungen und Rechnungszahlen und so weiter auch zu tun haben. Moni? Wir können ja gerne darüber sprechen. Die Frage ist, wie wo veröffentlichen? Wenn wir das mit der Grenze tun, dann hätten wir einen Overflow an Informationen. Das hat mit Informationen dann nichts mehr zu tun. Ne? Also da sollten wir wirklich sehr gut überlegen, welche Fälle auch von Interesse oder von Belang sind. Michelle? Dann würde ich dich, Moni, darum bitten, dass du die Zahlen entsprechend angepasst mal nennst, dass wir zum nächsten Mal einen entsprechenden Änderungsantrag mit angepassten Zahlen machen können und dass wir uns dann tatsächlich auch um die Umsetzung irgendwie kümmern. Weil ansonsten, ich weiß, dass das Mehrarbeit ist, ich weiß, dass das lästig ist. Die Frage ist, wir verlangen diese Mehrarbeit immer von anderen. Wenn wir die in dem Fall von uns selbst dann nicht verlangen, haben wir halt tatsächlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Damit ist er jetzt erstmal zurückgezogen. Dann ziehe ich den Antrag jetzt zurück, ja. Okay. Wir kommen zu Nummer 7. Ja. Geldüberweisungen werden mittels Telebanking nach den Grundsätzen auszugsgemäßer Haushaltswirtschaft geführt. What the fuck ist Telebanking? Und was passiert, wenn mal jemand mit einem Überweisungsträger zur Bank rennt? Ist das dann verboten? Von daher weg damit. Das ist wahrscheinlich ist Online-Banking gemeint und nicht Telebanking. Also von daher einfach das Telebanking raus da. Oliver. Ich erinnere mich an unsere Diskussion. Da ging es vor allem darum, um die Vertretungsberechtigung und dass die... Also ich glaube zwar momentan, dass das überflüssig ist, ich weiß aber dennoch noch, warum das da drin steht. Es
ging darum, dass es halt bei normalen Überweisungsträgern sowas eine entsprechende Regelung mit Unterschriften und sowas gibt. Da hatten wir die Erfahrung, glaube ich, aus dem Landesverband mitgebracht, wie schlimm das alles ist. Hatten deshalb dann irgendwie Online-Banking da reinschreiben wollen. Ich glaube trotzdem, dass es überflüssig ist. Ich wollte nur daran erinnern. Frank und dann Michel. Ja, ich erinnere mich auch an sehr spannende Diskussionen zu diesem Komplex. Ich möchte deswegen ausdrücklich betonen, dass dieser Begriff nicht von mir gekommen ist. Und ich glaube auch, dass es unproblematisch ist, wenn wir den streichen. Michel. Ja, nur ganz kurz, nur weil es Komplikationen mit Überweisungsträgern gibt, heißt das ja nicht, dass man das, nein, anders. Nur weil man das Telebanking streicht, heißt das ja nicht, dass man die komplizierten Überweisungsträger nutzen muss, sondern das heißt einfach, man kann das nutzen, was funktioniert und was sowieso benutzt wird. Aber es muss jetzt nicht Telebanking sein, was auch immer das ist. Telebanking ist bei der Postbank, wenn ich das Telefon nehme, rufe eine Nummer an und sage denen, sie sollen eine Überweisung für mich machen. Dann habe ich einen Sicherheitscode, das ist für die Postbank Telebanking. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, was das im Allgemeinen ist. Nee, es gibt da sowas, das heißt BTX. Hey, genau. Komm, jetzt halt. Ich würde den jetzt gerne noch anstimmen und vielleicht die beiden letzten auch noch, wenn das die beiden letzten sind, 8 und 9. Wir versuchen das jetzt mal. Wir stimmen jetzt die Nummer 7 ab. Wer ist dafür? Das ist einstimmig. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 8, Dienstreisen. Gut, Nummer 8, wieder ganz einfach. Wir haben da stehen, weiteres regelt eine Fraktionsvereinbarung. Wo ist die? Das Gleiche gilt übrigens für 9, Bewirtung von Gästen. Weiteres regelt eine Fraktionsvereinbarung. Wo ist diese Fraktionsvereinbarung? Daniel. Ja, Frank ruft rein. Also gibt es ja, glaube ich, es gibt ja entsprechende Formulare und so weiter. Und im Prinzip sind auch hier die Referenten und Mitarbeiter darüber informiert worden durch die Fraktionsgeschäftsführung. Von daher existieren die soweit gut. Wir könnten uns darüber unterhalten, ob man die vielleicht auch an geeigneter Stelle irgendwo veröffentlicht. Da wäre ich ganz toll für. Ja, tu so. Speziell an der Ausgestaltung, was Bewertung von Gästen und externe Gäste überhaupt angeht, arbeiten wir jetzt seit heute an einem How-To-Veranstaltung und werden das entsprechend dann auch veröffentlichen. Mir schwebt da ein Piktogramm, also eine Ansammlung von Piktogrammen vor. Genau, das war ja vorhin in der Sitzung auch schon Thema. Gut. Also ich würde mich auch über eine Veröffentlichung freuen und ziehe 8 und 9 dann entsprechend zurück. Gut, dann haben wir noch als letztes die Nummer 10 zu 10 Übergangsregelungen. Ja, wir hatten die Regelung, wir haben ja die Satzung relativ früh gemacht, da gab es noch keinen Fraktionsgeschäftsführer, von daher haben wir geschrieben, bis zu seiner Bestellung führt der Fraktionsvorstand die Geschäfte. Wir haben jetzt aber einen und von daher sollten wir diese Regelung umnutzen und sagen, wenn kein Fraktionsführer bestellt ist, dann führt der Fraktionsvorstand die Geschäfte. Fraktionsgeschäftsführer, Entschuldigung. Also einfach Umnutzung der Regelung, sollte es mal keinen Fraktionsgeschäftsführer mehr geben. Ich sehe keinen Redebedarf und wir können das direkt abstimmen. Wer ist dafür? Und auch das ist Daniel Düngel einstimmig, oder? Ich habe die Antwort. Achso, dann ist das einstimmig so beschlossen. Damit sind wir fertig mit den Satzungsänderungsanträgen und mit der Sitzung. Die Sitzung ist geschlossen. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Simone.